Es ist der 24. März 2022. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler. Und er ist nicht allein im Sendegarten, sondern seine ganze Crew wieder im Sendegarten. Und ich begrüße heute erstmal den Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Ja, guten Abend zusammen. Und ich begrüße herzlich die Claudia. Guten Abend, Claudia. Guten Abend. Und ich begrüße, ich würde die Vera gerne begrüßen. Mal gucken. Hallo, Vera. Hallo, die gleichen Gene, aber hier ist Inga. Sie klingt wie Vera, aber und sie sieht auch so aus wie Vera, aber es ist Inga. Ja. Vera hat ihre Doppelgängerin geschickt, weil Vera ist indisponiert. Wie sagt man ja? Ja, ne? Indisponiert. Ihr geht's nicht so gut. Ja. Und da hat sie gedacht, wofür habe ich denn eine Zwillingsschwester? Soll die das doch machen? Da ist sie. Wie schön. Herzlich willkommen im Sendegarten. Ja, schön, dass du da bist. Ja, gerne. Und den Lars, müssen wir heute verzichten. Der war gestern mit Matthias Maurer im Weltall. Da muss er sich noch ein bisschen erholen. Ich weiß nicht genau, ob er im Weltall war. Aber er war irgendwo im wie heißt das? Isan. Ne? Oberpfaffenhofen, genau. Nicht etwa in Unterpfaffenhofen oder in Niederpfaffenhofen, sondern in Oberpfaffenhofen. Da war er ja schon mal, das hat er ja, glaube ich, mal erzählt, ne? Diese vergeblichen Fahrten dahin, wo das dann kürzlich abgesagt wurde und so. Diesmal scheint es aber geklappt zu haben. Und wir werden das demnächst in einer neuen Episode von Auf Distanz sicherlich auch verfolgen können. So, Sebastian, Claudia, Vera, Vera gespielt von Inga, genau so, jetzt habe ich es aber. Und auf der Gartenbank hat Platz genommen der Bernd. Herzlich willkommen, Bernd, guten Abend. Hallo zusammen. Das ist der Bernd vom Wirkstoffradio, ein Podcast, wo es ganz viel um Chemie geht. Ja. Genau, Chemie. Aber da. Ja, genau, Chemie. Mehr habe ich nicht gesagt. Achso, ja genau, Chemie, okay. Also etwas, wo ich mich gar nicht mit auskenne. Also ich bin froh, wenn ich H2O als Wasser erkenne. Das ist ja schon mal ganz, ganz, da fühle ich mich schon, ne, gut. Aber gut, es ist hier nicht so, dass, also du hast das in der letzten Episode auch so schön gesagt, Chemie umgibt uns ja. Es ist ja eigentlich ganz viel um uns herum, überall Chemie, unser Essen, unser, was weiß ich, was wir in der Drogerie kaufen, ist überall Chemie, aber kaum wird es richtig wahrgenommen. Die physikalischen Effekte werden irgendwie stärker wahrgenommen als die chemischen. Ja. Das ändern wir heute. Ja, werden wir sehen, ja, genau. Lass mal laufen. Ganz genau. Ich möchte aber noch ganz kurz auf die aktuelle Lage sozusagen eingehen. Heute ist der 24. März. Genau vor 4 Wochen, am 24.02. hatten wir ja hier auch einen Sendegarten und wir haben da festgestellt, dass in der Welt was passiert ist. Ein Tag der Zeitenwende. Also wir haben alle lernen müssen, dass es Nachbarn gibt, die Frieden anders definieren als die allermeisten und die dann einfach mal meinen, Frieden schaffen zu können, indem sie ihren Nachbarn mal Bomben auf den Kopf werfen. Das ist alles ganz, ganz schwer zu fassen. Also ich komme da selber an meine Grenzen zwischen heißer Wut und Agonie und die Hände in den Schoß legen und irgendwie den Kopf einziehen, ist alles dabei, weil es mich einfach schier an meine Grenzen bringt. Ich möchte manchmal einfach nur loslaufen und gewissen Menschen ein Messer zwischen die Rippen schieben, was ich aber mit meiner eigentlich pazifistischen Einstellung gar nicht vertreten kann. Also ich erlebe mich da auch ganz neu. Ich denke, es geht vielen im Moment so. Und ihr habt ja sicherlich gemerkt, dass wir vor 2 Wochen einfach mal nichts gemacht haben. Wir waren alle vielleicht noch ein bisschen von der Hoffnung geprägt, in 4 Wochen ist das irgendwie durch und vorbei. Aber nein, es ist lang und schmutzig, gemein und zerstörend und Menschen sterben und es ist einfach eine fürchterliche Geschichte und das gleich direkt vor unserer Haustür oder vor der Haustür unseres Nachbarn sozusagen. Ja,
Inga, du hast gerade schon gesagt. Möchtest du vielleicht ergänzen irgendwas, Gedanken ja, oder so zu dem Thema? Also ich habe mich jetzt gezwungen, nicht so viel davon zu gucken. Also wirklich nur abends die Tagesschau und Brennpunkt, wenn einer kommt. Ja, ich weiß nicht, ich krieg's halt direkt mit, weil ich zwei KollegInnen habe, die Verwandtschaft in der Ukraine haben, die jetzt auch ja, Freunde, Bekannte aufnehmen oder aufgenommen haben bei sich oder für die Wohnungen suchen oder was auch immer. Also es ist ja dramatisch, was da abgeht. Wie kommen die da emotional mit zurecht? Es gibt ja so im Krisenmodus Menschen, die schalten dann einfach auf Funktionieren, nach dem Motto Gefühle später. Jetzt müssen wir erstmal funktionieren. Ja, die funktionieren tatsächlich auch eher. Also so kommt es mir zumindest vor. Ja. Die sind da eher recht pragmatisch. So, sag ich mal. Erstmal machen. Ja, ja. Ich habe heute einen Tweet gelesen, da hat jemand geschrieben, er hat irgendwie in seiner Kita jetzt auch ein ukrainisches Kind oder mehrere und dann flog ein Rettungshubschrauber über den Kindergarten und der kurze Dreijährige hat sich erstmal unter den Tisch geworfen. Da werden einfach Lebenslinien so geprägt, dass es nicht zu begreifen. Claudia, ich höre dich. Dass 12 Uhr am Samstagmittag Probesirenenalarm kam übrigens bei unlängst aus der Ukraine zu uns gekommenen Personen auch nicht so gut an. Ja. Die haben sich, da hörte ich auch von Menschen, die sich panisch irgendwie unter Bänke auf dem Park, also im Park unter Bänke geworfen haben. Von einer lieben Freundin, die hatte mir das jetzt gerade erzählt, die dabei war am Samstag. Und das wäre vielleicht eine gute Sache, solche Informationen, dass es halt bei uns sowas wie Probealarm gibt, auch in diese Informationen für die Geflüchteten mit dazu zu schreiben. Ja, das stimmt. Ich glaube, die Reporterin, wie heißt sie denn, Shayani, die ganz oft so aus Flüchtlingscamp berichtet, die hatte einen Tweet geschrieben die Tage, dass wir Deutschen überhaupt nicht mit Krieg umgehen können. Wir haben verlernt, in Krieg zu denken, hat sie, glaube ich, geschrieben. Und das sei unsere Stärke und unsere Schwäche. Wollte ich gerade sagen, muss man aber auch nicht können, oder? Also denken muss man auch nicht können. Genau. Also das reicht es noch, wenn man es lernt, wenn man es braucht, oder? Also ich war eine Weile lang auch, ich habe ja die Bundeswehr, also ich habe meinen Wehrdienst geleistet, eben weil ich als Pharmazeut in die Sanitätsabteilung da gehen durfte und habe da einiges miterlebt, auch dadurch, dass ich in so mobilen Lazaretten da mitgearbeitet habe. Und wir haben gute Infrastrukturen und eigentlich können wir das auch, ja. Nur natürlich fehlt jetzt gerade die Übung, aber naja, die Übung, die kommt so schnell. Also müssen wir froh sein, wenn wir sie nicht haben, weil wir sie nicht brauchen. Also das ist ja eher Luxus dann und muss ja auch nicht sein, ne? Das ist ein guter Gedanke. Wie gesagt, in mir kocht alles Mögliche auf und runter und jeden Tag auch ein anderes Gefühl. Zwischendurch war mal so das Gefühl, dass ich mich geärgert habe, dass wir uns so haben so abrüsten lassen und so angreifbar haben machen lassen. Aber dann, gerade auch durch diesen Tweet, den ich gerade zitiert habe, kam wieder so ein bisschen stolz will ich nicht sagen, aber so ein Gedanke, nein, das ist eigentlich kein Fehler, sondern eigentlich ist das ja Absicht, dass man versucht, im friedlichen Kontext miteinander zu gehen und in der Erwartung, dass die Nachbarn auch friedlich sind. Aber wenn die es nun leider nicht sind, dann geht dieser Wunsch irgendwie doch nicht auf. Also das ist echt richtig bedauerlich. Also die Toten, die Verletzten, die bedauere ich auch, aber ich bedauere auch, dass mein guter Glaube, dass man durch Verhandlungen und wie auch immer wirklich gute Nachbarschaft Frieden erhalten kann, ja ganz offenbar in den Scherben da liegt. Also es ist eine schwere Erkenntnis, also nicht so schön.
Ich denke auch mal, dass das nicht zum Ziel führen wird. Also, weil ich denke mal, das ist ja auch, und das wird ja, das sieht man ja jetzt in der, gerade in der Lage, wie sich das jetzt alles festfährt. Höflichkeit hat ja nichts mit Schwäche zu tun. Wir sind ja nicht schwach, weil wir höflich und vielleicht auch diese Infrastrukturen jetzt nicht so haben. Immer noch, also, und wir sehen ja auch, wir können sowas relativ schnell auch beheben oder wieder hochziehen. Also, das ist ja wieder eine ganz andere Sache. Es gibt so ein paar Geschichten, da müssen wir uns wahrscheinlich gesellschaftlich ein bisschen auf andere Dinge auch noch einstellen. Aber das, glaube ich, das hat auch einen viel tieferen Sinn und Zweck auch noch. Also, weil wir haben ja ganz andere Probleme, die noch viel nachhaltiger sind als jetzt der Krieg. Ja. Du meinst, dass der Klimawandel und die Abkehr von den fossilen Brennstoffen? Und sowas, also ja, nicht nur Klima. Also wir müssen ja auch damit reden. Ich bin jetzt eher so jemand, der sich natürlich pharmakologisch über die ganze Geschichte nachdenkt. Wir sehen ja jetzt immer diese langfristigen Auswirkungen des unserer, ich sag mal, Umweltverschmutzung. Ja. Und ich denke mal, das größere Problem ist ja, oder nicht das größere Problem, wir sehen jetzt dieses Klimaproblem auf uns zurollen, weil es ja auch ein globales ist, ja, aber umgekehrt haben wir ja genauso diese Probleme ja auch, und die haben wir ja schon seit x Jahren, dass wir uns einfach die Umwelt versauen. Ja? Also selbst wenn wir, also wir sehen jetzt, wenn wir die HAARP-Studie sehen, dass jetzt schon die Umweltverschmutzung, die wir durch die Abgase machen, dass die bei uns im Jahr in Europa mehrere hundert oder mehrere tausend Tote verursacht. Also von daher, selbst wenn wir jetzt nicht was direkt gegen den Klimawandel machen würden, wir hätten auf jeden Fall hinterher sauberere Luft. Ja? Also es würden mehr Leute gesund bleiben. Ja? Also ja. Kann ich euch auch den Link nochmal geben zu dieser Studie. Da kann man mal sehen, ja, was gerne. Eben die Feinstäube und so weiter. Da gab es ja mal vor ein paar Jahren die Diskussion NOx und Feinstäube, was die jetzt schon an gesundheitlichen Schaden anrichten. Und da brauchen wir nicht jetzt warten, bis in 2050 oder 2100, ja, die Schäden, die haben wir jetzt schon. Ja. Und die Klimaschäden, die kommen jetzt noch obendrauf. Also wir vergiften uns jetzt langsam selber und dann kommt noch der Klimaschaden, dann ersaufen wir auch noch. Also, ja, weil Antarktis 30 Grad oder 40 Grad über den Durchschnitt zurzeit, also absurde Werte. Gut, das können immer mal auch Ausreißer sein. Ne? Mhm. Also Klima ist ja nicht Wetter, das wissen wir ja. Aber trotzdem ist natürlich schon, also wenn jetzt hier gerade im Winter mal wegen 30 Grad mehr wäre, also statt minus 5 Grad irgendwie 35 Grad plus zur Weihnachten, das war ja jetzt schon sehr warm oder in den letzten Jahren schon sehr warm, aber noch nicht so warm. Naja, verrückt. Aber wo du gerade das mit dem Ruß angesprochen hast, wo vor ein paar Jahren eine große Diskussion losging, da musste ich gerade mir ein neues Auto kaufen zu der Zeit und habe extra darauf geachtet, dass ich einen, wie nannte sich das, Euro 6 mit D, also das sauberste vom sauberen, was man von den dreckigen Dingern kriegen kann, weil ich auch tatsächlich so ein Fahrverbot gefürchtet habe. Und kaum hatte ich das Auto, war dieses Thema weg. Die blaue Plakette und was da alles wild in der Politik diskutiert wurde. Hast du eine Vorstellung, warum das plötzlich kein Thema mehr ist? Nur weil Corona hochgekommen ist und jetzt plötzlich Krieg ist? Also ist natürlich dann lieber über Rußpartikel reden, also ehrlich gesagt, als das. Nee, weiß ich jetzt auch nicht, aber ich denke jetzt schon mal, also die Messungen laufen ja immer noch weiter und die Luft, die Luftuntersuchungen laufen ja weiter. Also hier diese REVI-HAARP-Studie, die läuft ja immer noch weiter. Die ist ja von der WHO und die läuft ja weltweit immer noch weiter. Und die wird auch regelmäßig, gibt's da ein Update. Es ändert sich natürlich auch immer noch mal ein bisschen was, ne? Also, und dann verteilen sich diese Belastungen halt auch unterschiedlich, ne? Dann kann es natürlich mal Glück sein, dass man dann wieder mal, über die oder unter die Grenzwerte dauerhaft runterkommt. Aber das ist halt auch ein Problem. Wir müssen natürlich dieses Problem halt auch global sehen und global angehen. Ne? Das wird halt da. Ja, ich hab halt, mich wundert halt, dass das so
hochgehypt wurde, so gejazzt wurde, als wenn das wirklich, also morgen sterben wir alle an Rußpartikeln und eine Woche später redet keiner mehr drüber. Also entweder ist die Diskussion dann künstlich angeheizt oder wir haben wirklich ein Problem und tun gerade so und pfeifen uns durch den Wald, als wenn so gar nichts wäre. Also das beides ist in meinem Verständnis falsch. Also Das ist ja insgesamt so, das sind einfach, du hast das dort einfach mit statistischen Phänomenen zu tun, es trifft ja auch nicht jeden, ja, das ist genauso, wenn du jetzt so guckst, wie jetzt, wenn du dich mit Corona infizierst, wie die Verläufe sind, der eine hat einen schweren, die andere hat einen eher leichten Verlauf und so weiter und so weiter, da siehst du es ja genauso, dass dann das unterschiedlich wahrgenommen wird, weil wir natürlich eigentlich die Dinge sehen, die bei uns in der nächsten Umgebung sind. Und eigentlich müssen wir da diese ganzen emotionalen Teil wegstreichen und dürfen das eigentlich nur statistisch betrachten und über die große Allgemeinheit hinweg statistisch betrachten. Weil wenn du es halt nur anekdotisch betrachtest, dann je nachdem, wie es dich gerade betrifft, ist es entweder für dich absolut tödlich oder eben nur ein leichter Schnupfen. Ne? Beziehungsweise mal, wenn der Diesel neben dir losgeht, halt mal kurzer Huster. Ja. Also das ist halt. Wenn es sich selber halt trifft, dann ist ja auch die Wahrscheinlichkeit egal. Also dann entweder hast es dann oder hast es halt nicht. Naja. Ja. Der Hörer halt Nischenleben hat gerade im Chat mir erklärt, warum ich ein neues Auto gekauft habe. Hier steht, Martin, Ziel erreicht, die Leute haben einen Sack voll neue Autos gekauft. Also ich bin nur eine Marionette und habe mich verleiten lassen von allem, was da passierte. Aber ich musste sowieso ein neues Fahrzeug haben, weil das alte einfach wirtschaftlich, also es wäre noch teurer geworden, es zu reparieren, als dann zu sagen, okay, jetzt gibt es ein neues vielleicht ökologisch nicht die beste Entscheidung. Ich habe dann auch egoistisch, ökonomisch für mich entschieden. Ja, kann ich mit meinem Vergangenheits-Ich auch noch in Clinch gehen, aber muss ich nicht. Ich weiß, ich bin böse und zynisch, aber der Gedanke drängte sich auf. Ja, es ist auch so. Natürlich. Ich hatte auch Angst, dass ich irgendwann da stehe mit meiner Karre und dann nicht mehr dahin komme, wo ich hin muss. Natürlich. Weil daran erkennt man halt auch wieder, dass man wahrscheinlich auch einfach bestimmte Themen falsch angehen. Ja? Also wir diskutieren, also wenn wir uns überlegen, du musst von A nach B, dann guckst du jetzt halt, wie kriege ich jetzt ein ökonomischeres Auto oder ein ökologischeres Auto, und wir denken halt nicht gesellschaftlich, also nicht, was ist jetzt eigentlich Mobilität und wie könnte ich vielleicht Probleme so lösen, dass ich vielleicht gar kein Auto brauche, ne? Weil wenn du einfach morgens vor die Tür trittst und da ist dein Bus oder eine Bahn oder sowas, dann würde das vielleicht auch, und die ist vielleicht auch noch ein bisschen angenehmer gestaltet, dann wäre das vielleicht auch eine vernünftige Alternative, ne? Ja, natürlich. Also ich würde da auf der Stelle Gepäckservice für die Bahn irgendwo einwerfen wollen. Ich habe ja immer das Problem, ich bin ja, wenn überhaupt, irgendwie auf Langstrecke unterwegs. Und wenn es eins gibt, was mich richtig, richtig stresst, dann ist das, wenn ich rennen muss von dem einen Zug zum anderen, dass ich einen Anschlusszug kriege. Und wenn ich dann halt irgendwie noch zwei Koffer, einen Rucksack, eine Tasche und einen Futterbeutel dabei habe, ja, und einer von den Koffern ist halt irgendwie so 12 Kilo Metallteile fürs Lockpicken und einer eben mit Klamotten für 10 Tage, das macht einfach überhaupt keinen Spaß. Ja. Also, ne, und ich bin jetzt noch, so jung auch nicht mehr, ja, aber halt so mittelalt und noch relativ fit, ja, aber wenn ich mir überlege, also meine Eltern könnten das wahrscheinlich nicht mehr von A nach B rennen. Die sollen auch nicht Lockpicking machen. Doch, das sollen sie von mir aus gern, ja, aber weißt du, einfach mit dem Koffer von A nach B rennen, warum? Völlig unwürdig. Also ich habe das auch schon ein paar Mal machen müssen, vor allen Dingen auch so bei umgekehrter Wagenreihung und so eine Sperze. Oder heute ausnahmsweise vom Gleis gegenüber oder eine Treppe runter, Treppe rauf. Und dann habe ich auch gedacht, das ist dieses Unwürdige durch die Gegend rennen müssen. Ich bin ein pummeliger Mensch, gibt ja mehrere pummelige Menschen, bin jetzt nicht die sportliche Kanone, der das überhaupt nicht schwerfällt, sondern ich komme dann wirklich auch an meine Grenzen. Und ich sehe das überhaupt nicht ein,
dass ich als Bahnkunde Bundesjugendspiele mache auf dem Bahnsteig. Das ist, da habe ich wirklich ganz schlimme Gedanken. Mehr sage ich dazu nicht. Dann fahre ich lieber Auto. Ja, ehrlich gesagt, ja. Dann die Not, die Karre irgendwo abzustellen, ist natürlich auch schwierig in Größenstädten. Ja, eigentlich ist ja Bahnfahren überhaupt öffentlicher Nahverkehr ist Gold, also wunderbar. Ich lasse mich auch eigentlich lieber fahren, als dass ich selber fahre, aber ich muss auch irgendwie... Bis 100 Kilometer ohne Umsteigen, jederzeit, sofort. Ja, also habe ich ja auch jahrelang gemacht, immer zur Uni gependelt und sowas. Das war total super. Aber Langstrecke ist das einfach nur die Hölle. Und vor allem, wenn ich dann halt irgendwie vielleicht noch ein Serverblade dabei habe, Full Size irgendwie, weil als Anschauungsstück für einen Workshop. Ja, also, was schleppst du denn alles mit dir rum? Ist ja unglaublich. Du könntest ja wirklich so eine Karre gebrauchen. So. Ja, Mensch, kannst du Kinderwagen vollpacken. Das schon, aber weißt du, es ist doch für Leute bei Workshops, wenn ich denen erzähle, ja, das ist verdammt laut in so einem Rechenzentrum, dann haben die halt so eine Vorstellung von, naja, irgendwie wird man sich da halt unterhalten können und das wird schon passen. Oder, ne? Aber wenn ich halt einfach ein Serverblade dabei habe und die können halt dann auch einfach mal da reingucken, so mit, okay, da ist ja wirklich keine Magie hinter. Ja, und ja, das Ding ist halt einfach laut, wenn man es anmacht. Dann haben die halt dann auch eine viel bessere Vorstellung von sowas. Genauso wie, ja, naja, Lockpicking geht halt nicht ohne Schlösser und ohne Picks. Ja, also, ja, aber wenn du den Leuten versinnbildlichen möchtest, wie schwer ein Eimer, 10 Liter Eimer Wasser ist, wenn er gefüllt ist, dann nimmst du den doch auch nicht mit. Das machst ja, du doch vor Ort irgendwie. Ja, den kriegst du vor Ort wahrscheinlich auch noch. Ne? Aber ja, klar, okay, ich könnte mir natürlich irgendwie gucken, ob ich in der nächsten größeren Stadt zu dem Workshop-Ort dann halt irgendwie bei den lokalen Nerds mir irgendwie was ausborge, klar. Das wäre auch noch eine Idee, aber hier läge es ja ohnehin zum Beispiel auch rum. Ja, und naja, ich verstehe schon, ich würde das genauso machen wie du und fluchen wie ein Rohrspatz und trotzdem genauso machen, obwohl es natürlich klügere Lösungen gibt, aber ach, für mich doch nicht. Also es gibt Leute, die schicken tatsächlich irgendwie hier so, weiß ich nicht, UPS, nee, nicht UPS, DPD-Päckchen oder sowas vorneweg oder DHL oder irgendwas, was ankommt jedenfalls. Ich habe da nicht so viel Erfahrung. und warte mal, ich glaube, DHL sind die Sachen, die immer kaputt ankommen, oder? Hm. Kann ich gerade mal nachgucken. Also, wo ich die letzten Beschwerdemails geschrieben habe. Nee, also es gibt, wie gesagt, Leute, die schicken halt wirklich zu Workshops einfach Pakete hin und Pakete dann auch wieder nach Hause, so damit der Krempel dann halt vor Ort ist. Na, aber ja. Ja, mache ich beim Kongress auch immer so. Genau, lass doch einen anderen schleppen. Nee, das und ich habe ja immer noch Sack und Pack noch wieder mit Kind und Kegel, da hatten wir ja noch andere Dinge zu schleppen dann. Na ja, klar. Und da ist Kind und Kegel wichtiger als jetzt irgendwie ein oder Rechner oder noch ein paar andere Mehrfachsteckdosen oder sowas. Genau. Und wenn du halt dich mit mehreren zusammentust, also hier die ein ganzes Teil von den Spaces und so halt, gerade wo du Congress sagst, die schicken dann halt auch einfach gesammelt eine Palette. Ja, das kannst du auch machen, ne? Aber ja, ist halt für eine Person, die einen Workshop halten soll, 4 Tage irgendwo in der Pampa, eine andere Geschichte nochmal. Dann lieber das Server-Rack ins Handgepäck. Sind wir jetzt aber weit abgekommen, ne? Vom Krieg auf Server. Auf Mobilitätsformen, um genau zu sein. Und jetzt, wo du sagst. Du siehst, dass die Sehnsucht nach anderen Themen groß ist. Man braucht nur einen Hauch von ein anderes Thema setzen. Schon springen wir darauf an, damit wir bloß nicht über die grauen Gräuel nachdenken müssen. Also mir geht es dann so. Ich habe einen Blütenstand mitgebracht, wo ich tatsächlich die Tage Tränen gelacht habe. Es war einfach so lustig und ich frage mich, ob das auch so eine Art Kompensation gewesen ist. Die Episode vom 24. Februar habe ich mir nochmal angehört und habe gedacht, meine Güte, wir
wir giggeln und geiern da rum und wir wissen genau, da rollen die Panzer. Ist das jetzt auch schon so eine Art Übersprungshandlung? Weil man eigentlich möchte man den Kopf in den Sand stecken und Tränen vergießen und dann passiert aber genau das Gegenteil oder so. Also ich fühle mich da im Nachgang, im Nachhören überhaupt nicht wohl mit dem, was ich da getan und gesagt habe. Aber irgendwie, ja, wie ich schon sagte, jeder Tag setzt komplett neue Emotionen irgendwie frei und weiß überhaupt nicht mehr, nach 2 Jahren Pandemie, die das Leben schon irgendwie auf den Kopf gestellt hat, jetzt sowas dann noch und ja. Und ich will gar nicht sagen, dass ich persönlich jetzt irgendwie großartig betroffen bin. Mir geht's ja gut. Das ist übrigens ein Gedanke, der ist mir ganz oft schon gekommen in den letzten Wochen. Das Gefühl der Dankbarkeit, dass ich hier zu Bett gehen kann und wieder aufstehen kann und nicht dass die Sorge habe, wenn du morgen wach wirst, ist das Fenster zerbombt oder so. Ja, ich meine, dann wird man wahrscheinlich eh schon wach geworden sein in der Nacht oder was weiß ich, irgendwas ist sonst wie im Eimer, sondern ich darf meinen Frieden hier spüren und erleben. Andere Menschen nicht. Und nicht nur in der Ukraine, sondern auf der ganzen Welt an verschiedenen Stellen. Macht ja nur die Augen jetzt plötzlich auf, ein Thema auf. Also wir machen unsere Augen, also ich mache meine Augen auf und mein Herz für ein Thema, was ja an anderen Stellen auch Alltag ist, leider. Das ist furchtbar. Na gut. Wobei, also ich fühle mich deswegen teilweise eher schuldig statt dankbar. Also ich habe tatsächlich eher das Problem, jetzt auch beim Schreiben letztendlich, dieses auf der einen Seite, ich kann doch jetzt nicht schweigen, ich kann doch jetzt nicht einfach nichts sagen, ja, und auf der anderen Seite dieses, aber mir geht's hier gut, ich sitze hier gerade im Warmen, im Sicheren und wie kann ich überhaupt die Frechheit besitzen, selber so tiefe Trauer zu haben oder selber Angst vor irgendwas zu haben. Und das ist eher so dieses Ding, wo ich eigentlich gerade primär fassungslos bin. Ja, aber es ist ja immer relativ. Also dadurch, dass andere Menschen was ganz, ganz Schlimmes durchmachen, heißt ja nicht, dass du jetzt keine Angst empfinden muss und wenn es nur die Angst im Dunkeln ist oder die Angst vor was ich, vor großer Höhe oder sonst irgendwas, dass man sagt, ja, diese Angst zählt jetzt weniger als die andere Angst. Ich glaube, diese Vergleiche, die helfen gar nicht. Was ich ganz interessant fand, wir hatten ja jetzt auch gerade Online-Buchmesse, jetzt in der letzten Woche wieder, Leipziger Buchmesse hat ja nicht vor Ort stattgefunden, von dieser unsäglichen Pop-up-Geschichte mal abgesehen. Was ich ganz spannend fand, ich habe mich da auch mit einer Autorenkollegin drüber unterhalten und habe dann auch an anderer Stelle noch gehört von Menschen, die jetzt halt in einer Jury für einen Krimi-Preis sind. Und irgendwie scheinen ganz viele Leute, nicht nur ich, sondern auch andere Leute das Problem zu haben, schon seit Corona, aber jetzt dann gerade mit der Kriegssituation noch mal mehr, dass gerade dieses Krimi-Genre, wo es darum geht, dass man Leute umbringt, ja, im Buch. Ja, dass es wirklich darum geht, zu töten. Dass ganz viele Leute damit offenbar jetzt auch gerade ein Problem haben. Also auch auf schreibenden Seite. Also mir wurde von einer Juryperson erzählt, sie hat selten so wenig Krimi mit Krimi beschrifteten Büchern gelesen. Mehr Gesellschaftsroman als tatsächliche Krimi-Handlung mit Töten. Und das ist so eine Beobachtung, die sich halt auch mit meinem Empfinden letztendlich deckt, wo ich mir denke, so na okay, offenbar geht's anderen ähnlich. Na, und also ich habe momentan absolut keine Lust, irgendwie gerade so eine Mordszene oder wo jemand halt bei einer Schießerei ums Leben kommt, zu schreiben. Ja. Kann ich total verstehen, weil es plötzlich nicht mehr so eine Fiktion ist, sondern ganz real. Also genau. So, ich
war ja auch Wehrdienstleistender und habe mein Wehrdienst abgeleistet, weil das Ganze für mich so eine Sandkastenspielerei war. Ja, man hat das halt gemacht und wird ja sowieso nicht ernst. Für mich war das ganz klar, dass das nur ein Gedankenspiel gewesen ist. Bis dann 1990 der Irakkrieg war und plötzlich die Türkei als NATO-Partner damit ins Spiel kam und da sah die Sache plötzlich ganz anders aus. Und da habe ich mich nochmal in Frage gestellt und gesagt, willst du da wirklich mitmachen? Ja, also das ist was anderes, in die Lüneburger Heide gehen und da irgendwie so durch die Gegend ballern, das ist das eine, aber ne, und dann habe ich mich dazu durchgerungen und gesagt, nein, das kann ich nicht machen. Und heute weiß ich ehrlich gesagt nicht. Manchmal bin ich so wütend und so zornig, dass ich mir jede Handgranate, ach, wie heißen diese Dinger, Panzerfäust schnappen könnte und irgendeinen blöden Panzer niederschießen kann, bevor der den nächsten Kindergarten zerdeppert. Da hätte ich irgendwie gar keine, also ich erlebe mich in meinen eigenen Emotionen auch jetzt völlig widersprüchlich. Und alles, was ich mir gedanklich aufgebaut habe, was richtig und gut ist, steht plötzlich in Frage. Und dann brauchst du doch die Keule, wie viel Kultur gegen Barbarismus ist überhaupt sinnvoll? Also vielleicht ist alles zu früh, um irgendwie zu sagen, was richtig oder was falsch ist. Vielleicht braucht man den langen Atem. Wahrscheinlich hätte Gandhi gesagt, warte ab. Die Kraft der Weisheit und Ruhe setzt sich durch. Aber kriegst du eine Handgranate unter den Hintern geworfen, dann hat sich das mit Weisheit und Ruhe. Also irgendwie, ich weiß auch nicht. Blick da nicht mehr durch. Bekehrter Reihenfolge, ja. Also ich habe tatsächlich heute gerade meinem ehemaligen Geschichts- und Politiklehrer in der Schule damals eine längliche E-Mail geschickt und mich ganz herzlich für seinen Unterricht bedankt und dafür, dass wir bei ihm halt auch noch Medienunterricht letztendlich hatten, so mit wie werden Dinge in unterschiedlichen Medien gegebenenfalls unterschiedlich dargestellt und halt auch unter dem Aspekt, welche politische Agenda verfolgt der jeweilige Sender oder das Blatt. Ich glaube, diese E-Mail war jetzt gerade sehr lange überfällig und ich hoffe, er kann damit was anfangen. Oh, bestimmt. Schön. Ich hätte mir gewünscht, die Sache, also er hat uns damals immer gesagt, wir leben in Europa in einer außergewöhnlich langen Zeit oder Epoche des Friedens. Ja. Ich hätte mir sehr gewünscht, das wäre noch länger und außergewöhnlicher geworden. Das ist ein großartiges Schlusswort. Jetzt können wir eigentlich aufhören. Ich glaube, dieser Bernd hat nicht so viel gesagt. Nee, ich glaube, wir hören mal auf mit dem Intro. Also das waren ja jetzt so ein paar allgemeine Gedanken wie heißt denn der andere Podcast von Frank und Paula? Die sagen immer die Befindlichkeiten dazu. Hör doch mal zu, Podcast, so heißen die. Ich würde mal sagen, das waren jetzt unsere Befindlichkeiten. Dann kommen wir jetzt einfach auf die Gartenbank und lassen die Welt Welt sein. In dem mühsamen Versuch, irgendwie Struktur in das zu bringen, was man nicht gut strukturieren kann, haben wir also jetzt die Kategorie gewechselt und kommen aus dem Intro zur Gartenbank. Neue Ernte haben wir übersprungen, weil wir nichts hatten, glaube ich. Doch, wir haben eine Zuschrift, einen Hörerblütenschatz, der kommt aber später. Wir sind jetzt auf der Gartenbank und die Gartenbank ist ja die Stelle, wo wir Podcasterinnen und Podcaster ein bisschen porträtieren, vorstellen. Und heute ist zu uns gekommen der Bernd vom Hallo. Wirkstoffradio. So, genau, sagen wir nochmal Hallo. Du hast gerade schon gesagt, du bist Pharmazeut und da liegt das mit den Wirkstoffen ja auch relativ nahe. Erzähl uns doch mal ein bisschen was. Ich bin Ingenieur für pharmazeutische Chemie. Also Pharmazeut wäre ich ja Apotheker oder hätte ich Pharmazie studiert, aber ich habe nicht Pharmazie studiert, ich habe pharmazeutische Chemie studiert. Das ist nochmal ein Unterschied. Also ich darf nicht in die Apotheke. Also ich darf schon in die Apotheke, aber nur als Kunde. Das finde ich so ein Schild draußen. Bernd muss draußen bleiben. Der darf hier nicht rein. Nein, also okay. Ingenieur für pharmazeutische Chemie.
Genau. Da könntest du aber auch so Raffinerien betreuen. Genau, ich darf die Aspirin in der großen 100-Liter-Tonne machen, aber ich darf sie nicht über den Tresen geben in der Apotheke. Das ist der Unterschied. Also ja, ich habe eher so die Industriegeschichte und die wissenschaftliche Geschichte gemacht, anstatt dann auch in die Apotheke zu gehen. Aber mal Spaß beiseite, könnte man denn zu Hause Aspirin auf dem Küchenofen irgendwie destillieren? Ginge das? Also destillieren könntest du es nicht, aber du könntest es umkristallisieren. Begriff, den ich mit Chemie in Verbindung bringe, Entschuldigung. Wie gesagt, ich habe überhaupt keine Ahnung. Also prozessieren. Theoretisch, aber ganz theoretisch, ja, aber es wäre kein Spaß. Okay. Ja, also es wäre kein Spaß. Also hier Salicylsäure, Salix, das kommt ja von der Weide, aus der Weidenrinde. Man könnte natürlich die Salicylsäure aus der Weidenrinde rauskochen, könnte das reinigen, aber das wäre kein Spaß in der Küche. Nee, das macht man nicht dort. Und dann hättest du ja noch nicht acetyliert, also sprich mit Essig, den Acetylrest, also der Acetyl ist immer Essig, da die eine Hydroxylgruppe geschützt und dann, das wäre kein Spaß. Nee. Aceto. Aceto, genau. Ah. Acetyl, Aceto, Aceto Balsamico, genau, ist Essig. Acetylsalicylsäure, das steht doch da auf der Packung immer drauf. Genau. Ja. Genau. Und Salix ist die Salicylsäure, ist auf Salix, kommt von der Weide, aus der Weidenrinde, daher kommt dann der Name. Naja, aber guck mal, ein bisschen entdeckt wurde. Bisschen im Wald Rinde sammeln und dann Essig draufschütten. Naja, so einfach geht's da nicht, aber. So stellt sich der Laie das halt vor, aber. Naja, und der Acetylrest wurde ja nur rangemacht, weil es dann ein bisschen magenschonender ist. Also du kannst auch die Salicylsäure ohne das Acetyl direkt nehmen, dann brennst du dir zwar ein Loch in die Magenschleimhaut, aber nee, also so schlimm ist es okay. Nicht, aber es tut deinen Magen nicht gut, tut es ja so und so nicht so wirklich gut. Nee, aber, dann gibt es nur noch mehr Durchfall oder was. Ja, schön. Naja, vor allem die Magensäure wird halt, also die Magenschleimhaut wird halt angegriffen davon. Aber das liegt daran, weil dann bestimmte Stoffe, die den Magen schützen, das ist sozusagen ein Nebeneffekt der Salicylsäure, die werden dort unterdrückt und dann hätte sozusagen die Magensäure auch noch leichteres Spiel, deinen Magen anzugreifen. Und das, wenn du es dann also in großen, großen Dosen nimmst und lange Zeit nehmen musst, dann hat es eben zur Folge, dass du dann davon auch ein Magengeschwür bekommen kannst. Aber na super, Kopfschmerzen weg, Magen kaputt. Ja, bitte. Wobei ja ganz viele so alte Medizin, ne, koch eine Pflanze aus etc. pp. Also das hat ja schon alles auch durchaus tatsächlich seinen Sinn. Und was ich vor einer Weile, irgendwann vor Corona, so ein paar Jahre her, bin ich mal drüber gestolpert bei so einer Buchrecherche, dass es irgendwie auch total Sinn ergeben hat. Da haben sie dann wirklich wohl an irgendeiner Uni oder so, haben sie dann wirklich mal nachgekocht, diese alten Medizinrezepte mit nimm einen Kupferkessel und tu dies und jenes. Und das hat tatsächlich, wenn man es genauso gemacht hat und auch genau solche Kupferkessel und so weiter verwendet hat, hat das tatsächlich ähnliche Ergebnisse erzielt wie moderne Medizin dann letztendlich. Ja, du spielst auch dort auf eine Studie an, geht es darum, das ist, glaube ich, ein ägyptisches Rezept gewesen und da hat man eben dann auch festgestellt, dass wenn man dieses Gebräu eben so verwendet, dass das dann eben auch sogar gegen diese MRSA-Erreger, also hier methicillin-resistente Staphylococcus aureus,
Erreger aktiv ist. Ja, das ist, da hast du natürlich recht, es gibt sowas und das ist natürlich auch klar, die Leute damals waren ja auch nicht auf den Kopf gefallen. Ne? Die haben dann sich das angeguckt und haben gesehen, also wenn du auf der Weidenrinde rumkaust, dann ist das gut fiebersenkend und macht dann auch weniger Kopfschmerzen und so weiter. Die sind ja nicht blöd gewesen damals. Ja? Das einzige Problem, was du dort hast, ist eben, dass du eben nicht weißt, wie viel jetzt ganz genau in diesem Medikament drin ist dann. Ja. Und das ist ja der Unterschied dann zu heute, wenn du jetzt zum Beispiel sowas nimmst wie CBD oder THC oder sowas, ja, das gibt es ja auch in der Apotheke, aber in der Apotheke ist es dann halt standardisiert, also sprich in dem CBD-Öl oder in dem THC-Präparat ist dann halt eine definierte Menge an THC drin. Und das ist halt der Unterschied zu einem Naturprodukt. Da kannst du es halt nicht zu 100% wissen, ne? Weil wenn dann eben die Hanfpflanze so eher ein bisschen am Rand des Feldes gewachsen ist, kann halt eben sein, dass die halt nicht so die optimalen Wachstumsparameter hat und dann dadurch eben ein bisschen weniger THC enthält zum Beispiel. Ja. Also oder das halt, ist, was du alles noch zusätzlich eben an Wirkstoffen auch in Pflanzen drin hast, die du eigentlich gerade nicht brauchst für den Zweck, wofür du es gerade verwenden willst. Ja, genau. Aber dafür hast du dann eben die, dafür hast du dann auch eben diese Standardisierung. Ne? Also dafür guckst du dann eben auch nach. Und deswegen werden ja heute dann bevorzugt dann auch bei Arzneimitteln eben reine Wirkstoffe genommen, die dann halt erst im Nachhinein wieder mit Füllstoffen und anderen Trennstoffen dann wieder eher verträglich gemacht werden. Ne? Hm. Also gibt ja auf jeden Fall gute Gründe auch dafür, ja. Ja, genau. Ja, klar. Ja, du willst ja natürlich da auch gucken, dass du zum Beispiel sowas wie ein Nebenwirkungsprofil willst du dir natürlich nicht einkaufen durch irgendeinen anderen Wirkstoff. Ne? Wie schon gesagt, ja, solche Pflanzen, wenn du die nimmst, die haben natürlich auch andere Stoffe. Und ja, so eine Pflanze findet es auch nicht immer toll, wenn sie gefressen wird. Ja? Also das heißt, neben den vielleicht guten Stoffen bauen die dann natürlich noch andere Stoffe da drin auf. Und dann hast du auf einmal Stoffe drin, die dir dann halt eben genau keinen Spaß machen. Ja? Also da gab es mal neulich mit diesem Iberogast, da gab es mal so eine Dings, da haben sie auch von so einem, ich glaube von Schöllkraut oder sowas genommen und das hatte eben nebenbei auch ein paar so Alkaloide drin, die nicht so, ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher, muss ich nochmal nachgucken. Aber das ist, deswegen wurde dann da auch die Rezeptur umgestellt. Aber heutzutage, wenn du wirklich so ein hochpotentes Medikament nimmst, dann ist ja in der Regel auch ganz gezielt ein Wirkstoff drin, der in einer gewissen Konzentration dann dir gegeben wird. Und wenn du es noch mehr personalisierst, dann funktioniert es ja sogar so, dass dann die Konzentration an dein Gewicht angepasst wird. Also so ein bisschen stärkere Menschen, so wie ich jetzt, die müssen dann ein bisschen mehr nehmen und die eher schmächtigeren, kleineren Menschen, die kriegen dann ein bisschen weniger ab. Ne? Also das wäre dann sowas Individualisiertes dann. Ne? Und das soll ja jetzt eigentlich doch auch immer mehr werden, oder? Dass man halt dann tatsächlich so personalisierte Medikamente letztendlich auch kriegen könnte. Ja, da hast du jetzt mehrere unterschiedliche Aspekte, wie du personalisieren willst. Ja. Mhm. Also das kommt jetzt natürlich auf die Potenz, also also Potenz hat jetzt nichts mit der Potenz, wo ne, bestimmte Schwurbler damit zu tun haben. Also ich meine mit der Aktivität und der Stärke der Stoffe an. Dann die potenter die sind oder die aktiver die sind, desto stärker musst du individualisieren. Jetzt bei sowas wie Aspirin oder sowas, da macht es jetzt halt nicht viel aus, ob du jetzt 10 Milligramm mehr pro Kilogramm Körpergewicht hast oder nicht, da macht es nicht so viel aus. Ne? Aber ja, durchaus, wenn du jetzt wirklich hochpotente Antibiotika hast, dann musst du die unter Umständen individuell dosieren oder noch schlimmer, also noch bekannter ist es ja bei sowas wie
hier Krebstherapie oder sowas, da werden die wirklich dann auf dein Kilogramm Körpergewicht ausgerechnet. Also da ist dann eine medizinisch-technische Laborassistentin oder eben ein Apotheker in der Rezepturdefektur da, der dann die Rezeptur speziell für die Patientin macht. Und dann muss da natürlich Geschlecht, Alter und auch Gewicht festgestellt werden. Und dann bekommen die ihre spezielle, individuelle Rezeptur dafür. Ne? Das ist dann schon wichtig. Hm. Aber bedeutet denn Gewicht automatisch einen anderen, wie heißt das so schön, Pharmakokinetik? Oder? Ja, bedeutet es, weil du musst ja dann denken, du musst ja dann so rechnen, dein Fettdepot heißt ja nicht ohne Grunddepot, und da drin kannst du dann auch Wirkstoffe deponieren, und dann kann das sein, also kommt natürlich auf den Wirkstoff an, aber dann kann das natürlich sein, dass sich dann der Wirkstoff anders verteilt, weil halt im Fett auch einiges verteilt wird. Dann hast du natürlich auch in der Regel, das Fett muss versorgt werden mit Sauerstoff, auch das lebt ja. Das heißt also, du hast dann schon ein bisschen auch mehr Blut, da wird es dann auch ein bisschen mehr verteilt und so weiter und so weiter. Also ja, es wird verteilt und dann musst du natürlich dementsprechend anpassen, ja. Ach so, dann schnappen sich die Fettzellen, das lagern das ein und am Wirkort oder wo es wirken soll, da kommt gar nicht mehr die Menge an, die man eigentlich bräuchte, um eine Wirkung zu entfalten. Das heißt, man muss die Fettzellen vorher mal eben satt machen und dann, also ja, entsprechend dann mehr. Das verstehe ich ja sogar. Das kann ja sogar ich verstehen. Also es gibt mehrere Medikamente. Also wir haben das auch mal besprochen. Wir hatten das mal im Wirkstoffradio. Da hatten wir mal so eine mehrteilige Serie. Hans-Dieter und ich haben das gemacht, die Reise der Wirkstoffe. Und da kam man am Anfang auch Aufnahme und Verteilung vor. Und das geht wirklich darum, das ist auch ein Teil dieser Pharmakokinetik, dass du erstmal guckst, wenn du im Endeffekt die Tablette in den Mund nimmst, was passiert dann? Und dann, also das heißt, du schluckst sie im Magen. Wird sie aufgelöst, im Mund und im Magen wird sie aufgelöst und im Darm wird dann das meiste erst resorbiert. Und dann geht es da erstmal ins Blut und dann kommt es drauf an, wie das dann im Blut dann verteilt wird. Und ja, klar, und je größer du bist, je mehr Möglichkeiten hast du zum Verteilen. Ja, ja. Und dann kommt es auch noch drauf an, ob du es eben schluckst oder ob du es als Zäpfchen bekommst oder als Salbe bekommst oder als Nasenspray. Kommt immer drauf an. Je nachdem funktioniert die Verteilung auch anders. Das ist ja dann ja sehr mechanisch vorstellbar, na klar. Genau. Das ist auch biologisch wichtig. Deswegen sind zum Beispiel für ältere Leute hat man früher ganz oft solche Schmerzsuppositorien, also Zäpfchen genommen. Liegt eben daran, dass zum Beispiel der Enddarm eben keine direkte Verbindung zur Leber hat. Man spart sich den First-Pass-Effekt und dadurch wirkt ein Schmerzzäpfchen dann halt schneller als jetzt eben zum Beispiel eine Tablette. Also jetzt ganz vereinfacht jetzt mal gesagt. Ne? Ja. Es gibt doch, glaube ich, auch die Art und Weise, sich Alkohol zuzuführen, weil das dadurch dann einfach mehr knallt. Total? Durch getränkte Tampons habe ich mal irgendwo. Also ich habe es noch nicht ausprobiert. Also, aber ich habe solche Geschichten gelesen irgendwo und fand das irgendwie sehr skurril. Hätte dann natürlich den Grund dadurch, dass eben da eben der First-Pass-Effekt vermieden wird und du dann schneller am Wirkort bist. First-Pass-Effekt heißt, dass es die erste Passage durch die Leber vermieden wird. Okay. Claudia, du hast gerade dein Mikro angemacht, wenn ich das richtig verstanden habe. Hast du da Erfahrungen mit? Ich selber auch nicht. Es ist mir aber auch tatsächlich bei der Recherche zu einem Buchprojekt untergekommen, dass es eine Weile wohl ziemlich in war mit Wodka-Tampons und Ähnlichem. Boah, gruselig. Siehst du, Bernd lernt auch noch was dazu. Ihr macht mir Angst. Wo bin ich hier hingekommen heute? Naja, wir sind alles Rechercheweltmeister. Wir machen das alle nicht, wir kennen uns nur. Sollen wir mal Krimi-Recherche machen? Die nächste Folge, die wird Krimi-Recherche sein. Die nächste Folge Wirkstoffradio, kann ich mal spoilern. Ah. Den Parasympathikus kommt da. Das heißt also,
hier, wie heißt es? Acetylcholinesterasehemmer. Das Schwiegermuttergift. Das ist ein schönes Wort. Mal gespoilert. Schwiegermuttergift, ui. Das müsste aber einer Krimi-Autorin ja was sagen, oder? Ich bin mit Gift tatsächlich gar nicht so gut, muss ich sagen. Okay. Ja, dann musst du mal zuhören. Da ist dann so, das sind die ganzen, die wichtigsten Gifte, die jetzt kommen. Jetzt am Sonntag wird jetzt am kommenden Sonntag wird die Folge dann freigeschaltet. Am 27. Wir müssen mehr über das Wirkstoffradio reden, aber ich würde gerne noch mal kurz die Inga fragen, weil sie gesagt hat, sie hat schon ASS, also Aspirin, Acetylsalicylsäure, hergestellt. Hast du wirklich Weidenrände in Essig gekocht und dann Kopfschmerzmittel gehabt oder was? Nein, also im Labor damals in der Ausbildung. Genau. Also ich kann mich auch wirklich nicht mehr daran erinnern. Ich weiß nur, dass ich es hergestellt habe. Wir durften es dann auch nicht nehmen, weil dafür wären die PTAs da gewesen. Nee, um das zu nehmen? Herzustellen. Achso, ich dachte, euch brauchen wir noch, ihr dürft das nicht nehmen. Nehmt mal die PTAs, die können ruhig kaputt gehen, oder was? Die CTAs waren eh die besseren, also von daher, nein, wir haben es einfach nicht richtig reingemacht. Wo hast du CTA gemacht? In Hannover. Ah, okay. Ich bin auch CTA, ich habe auch CTA gelernt, sehr schön. Bevor ich studiert habe. Ja, er ist aber lange her. Ich sage immer, ich habe keine Ahnung von Chemie, aber ich weiß, wie man in einem Labor arbeitet. So, also wirklich, ja, erfolgreich war die Ausbildung nicht. Ja. So. Ja. Nee, du hast ja in Lohn und Brot, stehst deine Frau und dann, also irgendwie bist du ja bisher durchs Leben gekommen. Ja, richtig. Ganz umsonst war es ja alles zusammengefügt. Siehste. Bernd, du hast es mir schon mal erzählt, aber vielleicht ist es eine gute Gelegenheit, dir nochmal zu sagen, was machst du denn eigentlich heute beruflich? Wenn heute du keine Raffinerien baust, was wir ja ausgeschlossen haben vorhin, und du kennst dich sehr gut mit der Pharmakologie aus, also bist du irgendwie ganz nah an den Tabletten? Nee, ich bin ganz weit von den Tabletten, also größtmöglichste Abstand zu den Tabletten, weil ich kümmere mich eigentlich nur um Wirkstoffe. Also ich arbeite jetzt am Leibniz-Institut für molekulare Pharmakologie und bin dort in der Abteilung, jetzt muss ich mal selber gucken, wie die jetzt wieder heißt, von meiner Gruppenleiterin, der Hansung, und die, weil ich bin da jetzt gerade erst hingewechselt, deswegen muss ich jetzt erstmal selber wieder gucken, wie die Gruppe, es ist ja jetzt peinlich. Immer mal aufs Türschild gucken, was sich gerade wieder getan hat. Kenne ich. Ja, genau. Structural Chemistry und Computational Biophysics, genau, da sitze ich jetzt. Vorher war es Molecular Design und Drug Design. Warst Drug Designer. Das hatte ich mir doch auch gemerkt. Drogendesigner. Ja. Genau. Das habe ich früher nie gesagt, weil das war natürlich immer klar, was dann passiert, wenn man sagt, hallo, ich bin Drug Designer. Das ist natürlich, die Designer Drugs liegen da natürlich ganz nahe. Aber das ist eigentlich eher nicht so mein Metier. Also Drug Design heißt wirklich, wir gucken uns Strukturen an, vielleicht auch so alte, bekannte schon, und versuchen dann eben anhand dieser alten Strukturen neue, bessere Strukturen also spezifischere oder selektivere Strukturen zu machen. Und da haben wir halt unterschiedliche Möglichkeiten. Da geht es eben von Computational Chemistry, also sprich von dem ganzen typischen, was man heutzutage alles unter Machine Learning subsumiert, bis hin zu dem wirklichen klassischen Moleküldesign, wo man dann eben wirklich so Moleküldynamiken dann macht. Und zum Teil machen wir eben auch solche Sequenzanalysen und solche Geschichten machen wir dann da. Ja, und dann mittlerweile bin ich halt eher, weil ich ja schon ein bisschen eher alteingesessenen Leuten da am Institut bin, mache ich dann halt auch sowas wie ein bisschen Wissenschaftskommunikation und eben die jungen Leute, unsere Doktorandinnen und Doktoranden, eben mal so ein bisschen zu zeigen, wie so das mit der Digitalisierung im Labor auch funktioniert. Das ist so ein bisschen mein Geschäft heute jetzt.
also mehr so eine interne Kommunikation, also an junge Nachwuchswissenschaftlerinnen. Genau. Nicht die Kommunikation nach außen an jeder Mann und jeder Frau. Sowas ja, das mache ich ja mit dem Wirkstoffradio dann, ne? Wobei ja, das wahrscheinlich auch nicht so ist. Das ist doch privat, oder machst du das im Rahmen deiner Tätigkeit da am Leibniz-Institut? Das ist mal im Rahmen meiner Tätigkeit, genau. Das gehört dazu. Also das Wirkstoffradio ist gefördert vom Leibniz-Forschungsverbund Wirkstoffe und Biotechnologie. Und die haben uns da auch ein bisschen finanziell ausgestattet. Dafür waren wir auch sehr dankbar. Und dadurch kam das natürlich erstmal zustande. Der Vorteil ist aber natürlich dadurch, dass das ein wissenschaftliches Projekt war, habe ich natürlich alle Freiheiten in diesem Format zu machen, was ich will, solange ich jetzt nicht irgendwelche Dinge mache, die also wirklich irgendwie, wo ich mich irgendwie strafbar mache, kann ich da eigentlich machen, was ich will. Ne? Ja, aber du hast natürlich, wenn du eine Organisation im Rücken hast, hast du auch so ein paar Türöffner. Ne? Also wenn du Leute anfragst, einen privaten Menschen, der muss, glaube ich, noch mehr Überzeugungsarbeit leisten als du möglicherweise. Genau, also das ist halt der große Vorteil. Dadurch kann ich eben ans HKI fahren und ich kann ans IBP fahren und die Leute dort stehen mir halt auch eher leichter Rede und Antwort. Und dann liegt es natürlich auch so ein bisschen daran, dass ich natürlich so und so Kollege dort bin und dann eben natürlich mit denen so und so eher darüber rede. Aber die Sache wäre natürlich die, wir reden ja dann, wenn wir im Wirkstoffradio reden, unter Umständen dann auch mal so mehrere Stunden am Stück. Und das machen die Leute dann halt zum Teil auch erst dann, wenn sie dann auch wissen, okay, das geht in einen Podcast rein, der so ein bisschen auch verspricht, ein bisschen nachhaltiger zu bleiben. Und da ist dann, da muss man halt sagen, da ist die Chemie oder die Pharmazie vor allen Dingen oder Pharmakologie doch eher sehr, sehr, sehr konservativ, weil man natürlich auch sehr vorsichtig sein muss. Ne? Man handelt unter anderem auch Patientendaten und naja, natürlich dann auch Informationen zu, naja, vielleicht auch sehr gefährlichen Wirkstoffen. Und da muss man auch gucken, dass es in gute Hände gerät, die Information. Ja. Und ja, da sind dann Leute eher doch konservativer, sag ich mal. Kannst du dich noch erinnern, mit welcher Motivation du das damals angefangen hast? Was hat dich da getrieben? Naja, eigentlich hat ja die Chemie so ein ähnliches Los wie die Mathematik. Ja? Jeder ist in der Schule eigentlich froh, wenn das los ist, aber schlussendlich kommst du ja nie drum rum. Ja? Also du kommst ja eigentlich an der Chemie ist genauso wie an der Mathematik, kommst du nie in deinem Leben, kommst du dran vorbei. Weil irgendwann mal erwischt sich immer, spätestens dann, wenn du ein bisschen älter wirst und du musst dann irgendwelche Medis zu dir nehmen, ja, dann haben sie dich doch, ne? Und dann ist doch ganz gut, wenn du ein bisschen was weißt. Und ich finde halt auch, so schwierig ist es nicht. Und wenn man sich ein bisschen drauf einlässt, und dann wäre es doch ganz gut, wenn man so ein bisschen ein Grundverständnis dafür hat, weil dann öffnet sich auf einmal auch so ein bisschen so diese, so wie so ein Art Tor. Und ich bin da so immer so ein bisschen, ja, ich mag es halt gern, ich hab's gerne. Und ich finde es immer traurig, wenn dann Leute auf mich zukommen und sagen, ja, ich war froh, wenn ich nach der 8. Klasse Chemie abgewählt habe und dann war es weg. Und deswegen habe ich mir mal irgendwann mal vorgenommen, ich möchte das eigentlich mal irgendwie ändern. Und dann habe ich halt mal den Podcast angefangen. Das ist ja eine schöne Absicht. Ich habe aber jetzt gestern habe ich mir eure letzte Ausgabe angehört, die du mit dem Hans-Dieter gemeinsam gemacht hast. Und dann hast du ja lustigerweise den, wie heißt denn unser Freund aus Wien jetzt wieder? Lothar Bodingbauer zitiert. Lothar, ich wusste, das Bodingbauer hatte ich gerade noch. Ja. Der ja sagte, das ist alles so kompliziert und ob er nicht aufhören sollte zu hören und ihr beide so, nein, auf keinen Fall, du musst durch, dann wird es auch besser, weil er wohl so Spezialbegriffe verwendet hatte in der Folge davor, wo Lothar dann so ein bisschen ins Schleudern gekommen war. Das fand ich eine sehr, sehr witzige Rückmeldung. Und also allgemeinverständlich hatte ich jetzt den Eindruck, war die Episode ja auch nicht.
Also Hans-Dieter hat ja da so ein paar Sachen einfach so in den Raum geworfen. Du hast dich dann immer noch bemüht, Bilder zu finden. Obwohl ja doch, ihr habt da mit diesem einen Stuhl, also das eine ist die Lehne, das andere die Sitzfläche und so weiter. Und wo dockt irgendwas an? Das hattet ihr ja schon auch versucht. Aber so ist schon ein ganz schönes Niveau, ne? Also das ist, da muss man schon. Ja, keine Handy, keine Kekse, ne? So schaut's. Ja. Ja. Okay. Das ist halt auch schon so ein Punkt, wenn du dann natürlich dich nicht drauf einlässt und da nicht mitkommst. Und wir versuchen ja wirklich, wir wollen das ja wirklich, dass man jeden mitnehmen kann. Aber es soll da auch, das System soll da schon so sein, dass wir uns nicht wir wollen nicht von oben herab, sondern wir wollen wir kommen von oben runter, sondern wir wollen jeder möglichst auf ein höheres Niveau heben. Und wenn ihr da Zeit und Lust investiert, dann kann man da auch mitmachen und mithelfen. Und wir fragen ja jedes Mal nach, habt ihr noch eine Frage, habt ihr irgendwas nicht verstanden? Dann erklären wir es auch nochmal. Und ich muss schon sagen, du hast jetzt mit den Calcium-Kanal-Blockern angefangen. Das ist natürlich auch schon, ja, das ist nicht einfach, aber es betrifft viele Leute. Also ich habe jetzt schon festgestellt, also gerade wir haben jetzt so eine Serie gehabt von 3 Episoden, die gingen eben über Blutdruckmedikamente und die werden schon, ich weiß jetzt natürlich nicht, ob die Leute da wirklich dran geblieben sind, aber die sind schon sehr viel abgerufen worden und nachgehört worden. Und ich merke halt auch von den Rückmeldungen, das werden halt auch immer mehr auch ApothekerInnen, die uns auch Rückmeldungen geben, die sagen, ach, ist ja nett, dass ich nochmal so eine Auffrischung bekomme. Und jetzt kommen auch so langsam so ein paar Anregungen immer, wo sie zum Beispiel irgendwelche komische Werbung von irgendwelchen Geschwurble haben. Und dann besprechen wir das natürlich auch nochmal. Das wird jetzt in der nächsten Episode dann so ein bisschen kommen. Ich spoiler zu viel, ich muss aufpassen. Warum nicht? Macht die Leute neugierig. Ich sehe gerade die Folge Beta-Blocker und Calcium-Kanal-Blocker gegen Bluthochdruck. Das war die Ausgabe 50. Das heißt, ihr habt ein kleines Jubiläum gefeiert. Herzlichen Glückwunsch dazu noch. Schön. Ja, danke, danke. Mal. Ja, ist uns auch erst hinterher aufgefallen, weil wir immer so ein bisschen mit so Vorlauf produzieren und nicht so direkt am Puls der Zeit sozusagen sind. Aber werden wir dann mal machen. Vielleicht, wenn wir auch 100 haben, dann können wir dann mal feiern. Die war doch, glaube ich, jetzt von, wann war die denn rausgekommen? Ende Januar. Weil ich hatte nämlich in meinem Podcatcher geguckt und habe ich gedacht, das war schon eine Weile her. Ist das jetzt Corona-bedingt irgendwie so ein bisschen langsamer geworden, wie viele andere Angebote, die dann nicht mehr in dem üblichen Rhythmus veröffentlichen? Oder ist das üblich bei dir, bei euch, dass ihr längere Zeiträume habt? Nach welchem Schema produzierst du oder ihr? Eigentlich haben wir uns schon mal vorgenommen. Also ganz am Anfang war es so noch 14-tägig, aber jetzt zurzeit bin ich ja da alleine, beziehungsweise dann mit Hans-Dieter dann zusammen. Bloß die Interviews, die führe ich ja alleine dann. Und jetzt durch Corona, da ging es jetzt halt schon auch so, es ist gar nicht so einfach, dann über die Ferne dann ein gut Material zusammenzukriegen für ein Interview, weil halt doch viele Leute eben auch audiotechnisch total schlecht ausgerüstet sind. Und da ging es dann schon öfters mal so, dass ich mehr als einen Anlauf gebraucht habe, um dann mal eine vernünftige Audioqualität hinzukriegen in unterschiedlichen Institutionen. Und dann bei den Interviews geht es dann auch darum, dass ich ja dann auch immer den Rohschnitt mache und dann von dem Interviewpartner auf eine Freigabe warte. Ja. Und das kann sich jetzt manchmal ziehen. Also ich habe hier auch noch mehrere Episoden auf Lager, die liegen zum Teil ein Jahr und länger, bis ich mal endlich wieder eine Rückmeldung für eine Freigabe bekomme. Das ist dann das ist manchmal so ein bisschen lästig, sag ich mal. Ne? Ja, genau. Und deswegen, also ich habe hier immer 4, 5 Episoden jetzt in der letzten Zeit im Umlauf, wo ich immer dann auf die Freigaben warte. Das liegt halt auch ein bisschen daran, dass zum Teil dann die WissenschaftlerInnen, die sind halt auch nicht mehr
mehr so leicht vor Ort. Ja? Also dann die eine mit einem Interview gemacht und jetzt ist in Singapur und die dann dort ranzustrudeln, ist halt nicht so einfach. Ja? Und dann hier mit Corona und, das war halt alles so ein bisschen schwierig und dann ganz nebenbei muss ich auch ein bisschen arbeiten, dann wird es halt so ein bisschen chaotisch. Aber jetzt eigentlich für Hans-Dieter und mich, da haben wir uns eigentlich vorgenommen, monatlich eine Episode rauszubekommen. Das ist auch jetzt so unser Ziel, was wir jetzt in Zukunft machen wollen. Wir haben es natürlich jetzt in Anfang des Jahres gerade wieder nicht geschafft, aber das lag eher daran, dass zuerst bei Hans-Dieter auch ein bisschen Audiotechnik, das hast du ja in der letzten Episode gehört, das hat immer so ein leichtes Klackern gehabt, da ist was kaputt gegangen und jetzt habe ich eben Hans-Dieter mit neuem Audio-Equipment ausgestattet, so dass er jetzt auch dieses Tim Pritloff Gedächtnis-Headset und ein schönes kleines Interface hat und jetzt hört er sich auch richtig gut an, also ihr werdet es bei der Folge 51 wird das dann hören, das ist vielleicht dann unser kleines Jubiläumsgeschenkchen dann gewesen an euch, an die Hörerinnen, dass wir dann jetzt beide in optimaler Audioqualität zu hören sind. Und wobei super. Hans-Dieter, er ist ja auch nicht mehr der Allerjüngste, ein bisschen mit der Technik zu kämpfen hat, aber er macht es total fantastisch. Und für mich ist es ein totales Privileg, weil Hans-Dieter ist auch mein Doktorvater und ich habe so eine gute Beziehung zu ihm. Das ist natürlich ganz toll. Er ist jetzt pensioniert schon seit ein paar Tagen und jetzt dann nochmal so ein bisschen, was wir jetzt so ein bisschen durchgehen, ist natürlich auch so ein bisschen pharmazeutische Chemievorlesung. Ne? Also das ist natürlich ein bisschen Textbuchwissen. Aber wir versuchen jetzt dann auch immer wieder ein bisschen ein paar neuere Sachen auch noch drunter zu mischeln. Das ist dann so ein bisschen mein Job und er macht sozusagen dann den erfahrenen Universitätsprofessor mit 83 darf er das auch. Oh, 83, das hatte ich aus der Stimme nicht rausgehört. Donnerwetter. Ja. Donnerwetter. Und mir war das am Anfang halt ganz wichtig, zum Beispiel beim Wirkstoffradio. Ich kenne noch ein paar solche ältere Generationsprofessoren, also Professoren mit älterer Generation. Das war ja so die Nachkriegszeit, die dann auch zum ersten Mal dann da auch zum Beispiel ihren Postdoc auch im Ausland wieder machen konnten und so weiter, ne? So 50er, 60er Jahre dann wieder. Ne? Und ich kenne jetzt noch so ein paar und die, ja, wegsterben würde ich jetzt nicht sagen, aber die verschwinden jetzt natürlich auch mehr und mehr dann auch aus dieser, ja. Von der Welt und von vor allen Dingen von der Wissenschaftswelt. Und bei denen, da habe ich noch ein paar auf der Pipeline. Ich hoffe, dass ich sie noch rankriege. Jetzt Corona hat mir da einen großen Strich da dazwischen gemacht. Die wollte ich halt eigentlich auch mal noch mit einfangen, weil ich dann halt auch finde, dass das wichtige Zeitzeugen sind. Und diese Zeitzeugenstimmen, die möchte ich dann halt auch irgendwann mal einfangen. Weil das sind halt auch solche Geschichten, die mich als Menschen sehr geprägt haben. Ja? Also ja, weil jetzt zu meiner Zeit, als ich studiert habe, da hat man das eben gehabt als Lehrbuch oder sowas, ja. Und so bin ich auch zu Hölche gekommen. Ich habe halt Chemie mit dem Computer kombiniert und Hans-Dieter war sozusagen einer der ersten, der diese Computerchemie auch im Rahmen der pharmazeutischen Chemie angewandt hatte. Und ich habe mal zu einem Kommilitonen gesagt, Mensch, das würde ich ja ganz gerne machen. Und ich habe aber an der FH studiert und Hans-Dieter war eben damals an der HHU, also an der Heinrich-Heine-Uni in Düsseldorf. Und dann hat der mir gesagt, ach, bewirb dich doch einfach bei denen. Habe ich gesagt, erstens mal bin ich kein Pharmazeut und zweitens mal wird er mich eh nie wahrnehmen. Und dann haben wir uns zusammen hingesetzt und haben dann so aus Spaß habe ich dann da einfach dann eine Bewerbung hingeschickt und dann hat er mich angenommen, Hans-Dieter damals, obwohl ich als Diplomant so ein totaler Exot war. Ja, und das war Mitte der 90er und seitdem sind wir eigentlich immer mehr oder mal mehr, mal weniger eben immer im Kontakt geblieben und seitdem kennen wir uns auch. Und das war so mit dem Bewerbungsgespräch sozusagen, wir haben uns sofort auf Anhieb gut verstanden und mit dem Bewerbungsgespräch seitdem haben wir da immer eine
unsere Freundschaft gepflegt, sagen wir mal so. Mhm. Und das ist jetzt natürlich für mich was ganz Tolles, jetzt mein Doktorvater, der mich natürlich auch sehr geprägt hat, ne, mein ganzes wissenschaftliches Leben auch total geprägt hat, mit dem jetzt nochmal so eine Aktion machen zu dürfen, ist eigentlich ein totales Privileg. Verstehe. Also was mich beeindruckt hatte, war, dass er diese ganze Begrifflichkeit, diese ganze chemische Welt so... Ja, ich hatte das Gefühl, das ist alles so selbstverständlich. Also wo ich als Laie davor stehe und denke, ja, was kann das nur sein? Und nur in Fragen bombardiert bin. Er strahlte so eine unglaubliche Souveränität aus, wie jemand, der irgendwo in so einem Lager unterwegs ist und einfach weiß, was in jeder Schublade ist. Und das ist gar keine Frage. Selbstverständlich ist doch hier dies und das und das hat so und so auszusehen. Und es gibt halt so Menschen, die haben so, also so eine Souveränität strahlen die halt aus. Und genau das hatte ich bei ihm, diesen Eindruck, dass er einfach voll im Thema und also, dass ich schon fast neidisch wurde. Dass ich gedacht habe, okay, ich möchte ich auch gerne, dass ich nicht immer ein Fragezeichen im Kopf habe, sondern einfach sage, ja, das ist halt so und so und das ist halt die Struktur XY oder so und ja, ist doch ganz klar, dass das das und das ist. Oder dir auch nochmal, weil du irgendwie ein Wort falsch angefangen hast oder so, gleich eine Korrektur geben. Nein, das heißt doch eigentlich anders. Ach ja, genau. Das war wirklich, jetzt verstehe ich aber das Setting viel besser. Sehr, sehr schön. Gut. Ja, ich bin halt immer noch, obwohl ich jetzt dann auch bald 50 werde, ich bin immer noch der junge Student, der zu der ihm Atlatus kommt. Genau, genau. Aber das ist ja auch, damit kokettieren wir auch zu gemeinsam. Also wir hatten heute auch wieder unsere Redaktionskonferenz. Also wir bereiten die Episoden natürlich auch immer ein bisschen vor. Und manchmal ist es ein bisschen schade, dass man nicht auch diese Redaktionskonferenzen noch mit aufnehmen. Manchmal wäre das fast noch lustiger. Also inhaltlich natürlich nicht, sondern eher, was man dann so plaudert. Aber das ist noch in Planung, dass wir das vielleicht irgendwann mal auch noch machen. Aber das wird dann wahrscheinlich nicht aufgezeichnet, sondern da dürfen vielleicht dann mal irgendwann mal Leute noch Mäuschen spielen. Da wollen wir mal so vielleicht so eine Art Hörerinnen, so eine Art Feedback-Kanal noch machen können. Ja, das kann mir gut vorstellen. Ja, warte mal ganz kurz. Obwohl es ja auch Podcast-Angebote gibt, die nehmen die Pre-Show ja auch gleich als produziertes, wie nennt man das denn? Nehmen die mit in ihren RSS-Feed auf. Ja, so, ich glaube aber, dass das da bei uns nicht so gut möglich wäre. Doch so ein bisschen sehr speziell. Ja. Aber das ist dann, warte mal, da kommt gerade die Katze. Mach mal auf, ja. So, jetzt ist, Entschuldigung, könnt ihr ja rausschneiden. Kein Problem. Ach, Podcast-Katze. Alles gut. Cat-Content ist ja immer eine gute Sache. Genau. Katze haben wir kein Problem damit. Ja, nee. So, jetzt, wo waren wir stehen geblieben? Entschuldigung, jetzt habe ich da, bin ich gerade ein bisschen abgelenkt gewesen. Ja, dann frag, der Pre-Show, ja, das sollte ja nur ein kleiner Scherz sein eigentlich. Du hast jetzt gerade schon mal gesagt, da kommen teilweise Rückmeldungen von Apothekerinnen und Apothekern, also wirklich Leuten, die ganz nah an dem Thema sind. Hast du denn auch, gibt es da sowas auch wie junge Menschen, Schülerinnen, Schüler, die bei euch reinhören und darüber vielleicht irgendwie auf die Spur gesetzt werden, sich mit Chemie zu beschäftigen. Hat es solche Fälle auch schon mal gegeben? Weißt du irgendwas über deine Hörerschaft? Ja, ganz wenig leider nur. Also jeder, der mir schreiben will, ist hier natürlich immer voll aufgerufen. Aber wir haben ganz viel Hörerschaft in Studentenkreisen auch. Ja. Und das ist, glaube ich, auch so, zumindest diejenigen, die uns die Hauptfeedback gegeben, sind eben Studenten, Studentinnen und ApothekerInnen. Also das ist so, also ich denke mal, das liegt natürlich auch am Format Podcast. Ne? Wenn du natürlich nach sowas suchst oder Podcast, das wird dir ja wenig empfohlen, sondern man macht sich ja dann da aktiv auf die Suche. Und dann ist es ja klar, wenn du da keine Lust hast, dann kommst du da auch nicht hin. Und
das läuft eben über Mund-zu-Mund-Propaganda, über Empfehlungen. Und ich denke mal, das ist so das Los des Podcasts. Aber umgekehrt ist es natürlich auch ganz nett, weil eigentlich ganz viele eben dann auch interessierte Menschen dann da auf einen zugehen. Und das ist natürlich sehr angenehm. Mhm. Dann funktioniert das natürlich auch mit dem Weitergeben von Wissen. Also du hattest ja gesagt, dass die Wissenschaftskommunikation ist deine Triebfeder. Mhm. Also nicht in erster Linie, nein, wie soll man sagen, man tut ja das eine nicht, ohne das andere zu lassen. Also aber sich nicht vergraben im Labor oder bei dir jetzt hinterm Spezialrechner, sondern immer auch so ein bisschen die Brücke zu schlagen und darüber zu reden, was man eigentlich tut, und in der Kommunikation zu bleiben. Das ist manchmal ja auch lästig und hinderlich. Gibt ja auch in der Wissenschaft Stimmen, die sagen, wer sich in die Öffentlichkeit begibt, der ist kein richtiger Wissenschaftler, keine Wissenschaftlerin, sondern ne, also die Ernsten und die Richtigen, die man wahrnimmt und die man ernst nimmt, die sind hinter verschlossenen Türen. Sehe ich nicht so. Ich finde gerade gut, wenn auch aktive Wissenschaftlerinnen sich der Öffentlichkeit zuwenden und hörbaren, sehbaren, sichtbaren Content machen, um einfach zu, um aus diesem Elfenbeinturm irgendwie auch so ein bisschen rauszukommen. Also was ja nichts anderes heißt als, da gibt es eine wirkliche Welt und dann gibt es diese akademische Welt und die haben nichts miteinander zu tun, was natürlich kompletter Unsinn ist. Denn alles, was wir in die Hand nehmen, hat irgendwann mal irgendwo eine theoretische Herleitung gehabt. Menschen, die sagen, ich habe mit Wissenschaft nichts zu tun, die sollten dann schnell ihr Handy zur Seite legen, denn da steckt ganz viel Wissenschaft drin. Sonst gäbe es das Ding ja gar nicht. Ja, ja. Sowas. Naja, es ist halt, das ist halt immer so, ne? Also du hast natürlich ganz viele Wissenschaftlerinnen, mit denen möchtest du eigentlich auch gar nicht interagieren, weil das ist natürlich auch schwierig dann mit denen. Aber ich denke auch mal, ein Zwang da in die Richtung macht keinen Sinn. Aber wenn du Zeit und Lust hast und du versuchst dann dir da Mühe zu geben, dann ist natürlich auch gerade Podcast noch ein angenehmes Format, weil selbst so jemand wie ich, der kaum einen geraden Satz hinkriegt, wird dort immer noch freundlich aufgenommen. Also das ist ja schon ganz, ganz gut dann. Ne? Und naja, und jetzt mit der Chemie ist es halt auch so, mir geht es halt auch darum, ich mache ja einen ganzen lieben langen Tag nichts anderes, ich stehe ja auch nicht im Labor, als über Chemie und über Effekte von Wirkstoffen nachzudenken. Und da ist es natürlich schon auch mal spannend, wenn man dann drüber redet. Und wir im Labor, beziehungsweise in unserem Büro dann, wir reden ja ganz viel über Chemie und so. Und ich finde es halt immer total traurig, wenn Leute nebenbei dran stehen und sich dann so ausgeschlossen fühlen. Ja. Und deswegen, also gerade jetzt auch bei mir zu Hause oder so, wenn ich mal eine Feier oder wenn wir eine Familienfeier haben, viele meiner Freunde rekrutieren sich natürlich auch aus dem chemischen Milieu, sage ich mal. Und dann sind natürlich diejenigen, die eben da nicht daherkommen, in erster Näherung erstmal so ein bisschen ausgeschlossen. Aber ich habe immer die Erfahrung gemacht, das hat sich spätestens nach zwei Gläschen hat sich das dann auch ganz schnell wieder eingefangen. Vor allen Dingen, wenn dann einer mal richtig erklärt, wie das mit dem Bierbrauen richtig funktioniert. Ja. Sehr schön. Ja, das hat dann auch Wirkung. Ja, und jeder wird mal krank und jeder. Ja, aber ich meine, wir sind ja gesegnet, dass wir diese ganzen Wirkstoffe haben. Also ja. Ich meine, so gern man vielleicht mal eine Zeitreise ins Mittelalter machen möchte, aber da möchte man nicht zum Zahnarzt gegangen sein oder zum Bader, wie der oder wer auch immer das früher gemacht hat. Denn da einfach Zähne ziehen ohne Narkose, das kennen wir ja auch nicht mehr, zum Glück. Mhm. Oder was weiß ich, das schneidet dir irgendeiner mit Blinddarm aus dem Bauch. Und das bekommst du natürlich gar nicht mit, weil du bist da in seligen Träumen unterwegs. Mit der relativ große Chance, dass du dann nach einer Stunde auch wieder wach wirst.
ab und zu geht es auch mal schief, aber das ist ja eher dann wirklich eine große Ausnahme. Also was wir da auch an Möglichkeiten haben oder eben die ganzen Tabletten, diese Alltagstabletten, die uns irgendwie über den Tag bringen, gerade Kopfschmerzen und sowas, das wird ja, also manchmal habe ich so das Gefühl, das wird gar nicht mehr als Medikament und wahrgenommen, sondern eher so als Lebensmittel, dass man das so reinwirft irgendwie oder so. Ja, dann wird es aber schon gefährlich, ne? Also dann wird es schon gefährlich. Ja, eben, eben. Also. Und was mich da halt so triggert, ist dabei, ist immer, dass es prinzipiell alles eigentlich sehr, sehr ähnlich funktioniert. Ja, also die ganze Systematik, das, was du vorhin erklärt hast oder erzählt hast aus der Episode, was du dann da gehört hast, was du am, vielleicht beim ersten Mal ist es natürlich auch vielleicht ein bisschen abschreckend. Aber das Interessante dabei ist, dass es eigentlich, wenn man dann mal mehrere Episoden mal hört, es ist eigentlich immer sehr, sehr identisch gleich, ja, was wir erzählen. Ja. Das ist halt auch der Vorteil der Pharmakologie, wenn wir jetzt über Wirkstoffe reden. Du musst ja überlegen, wenn ein Wirkstoff jetzt was macht, ja, dann die Biologie funktioniert immer in Kaskaden. Also sprich, du stößt irgendwas an, kann man sich vorstellen, wie so eine, du kennst doch diese Domino-Spiel-Dinger, ja? Ja, also wo du dann irgendwo was anstößt und dann auf einmal gehen ganz genau. Viele Dominosteinchen fallen um. Ja? Und das ist im Endeffekt, funktionieren so biologische Systeme auch immer so. Du hast am Anfang einen Dominostein und den stößt er an und hinterher kommt eine richtige lange Kettenreaktion, bis du dann am Ende so viele Dominosteine umgeschmissen hast, dass du es dann auch wirklich bemerken kannst, also dass du dann wirklich eine physiologische Reaktion hast. Und das Interessante, über was wir immer reden, ist immer nur über das erste Dominosteinchen. Das ist das, über das wir reden. Ah. Also jetzt, du kannst alles ersetzen und kannst immer nur sagen, alles Beta-Blocker, Calcium-Kanal-Blocker, nur weil ich sie gerade sehe. Das ist immer nur das erste Dominosteinchen. Und diese Dominosteinchen sind immer ein bisschen anders aufgebaut. Die haben mal eine Ecke da, eine kleine Ecke da und so weiter und so weiter. Aber im Endeffekt ist es immer nur das erste Dominosteinchen. Ja? Weil der ganze Rest ist meistens, dass es dann der Körper eigentlich selber machen muss. Ja? Also ich nehme zum Beispiel ein blutdrucksenkendes Mittel, ja, nur damit ich eine bestimmte Kaskade unterdrücke, damit eben der Körper eben zum Beispiel irgendeine anregende Kaskade eben genau nicht macht. Also sprich, ich blockiere das erste Dominosteinchen. Das ist der Witz an der ganzen Sache. Und wenn man das irgendwann mal lernt, dann geht es eigentlich nur noch darum, wie schauen dann die einzelnen Dominosteinchen aus? Ja, und im Endeffekt, das Einzige, was wir diskutieren, ist immer nur das Aussehen des ersten Dominosteinchens. Und das Interessante ist jetzt dabei, dass du jetzt dieses erste Dominosteinchen eben, das hat eine äußere Hülle und ein inneres Gerüst. Und du kannst beides unterschiedlich ändern. Und das ist dann die Chemie, die dann dazu kommt. Und dann, wenn man dann mit der Zeit, wenn man sich da Zeit und ein bisschen Geduld nimmt, wenn man ein bisschen diese Steinchen mal ein bisschen kennenlernt, dann ist es total einfach. Ich wundere mich da eigentlich auch immer drüber, dass die Leute so eine Aversion haben, diese Steinchen oder diese Strukturen kennenzulernen. Jedes Kind lernt auf irgendwie die ganzen Pokémon-Monster und hast du nicht gesehen. Jeder kann aus irgendwelchen Dinosaurier alle Figuren auswendig. Ja. Aber dann geht es mal um chemische Strukturen und dann sagt jeder sofort nach der zweiten Stunde, ach, kenne ich mich nicht aus. Ja, das ist so ein bisschen komisch. Finde ich manchmal so ein bisschen schade. Ja. Wenn man sich darauf einlassen würde, wie auf die Dinosaurier zum Beispiel, dann hätte man vielleicht auch was im Leben davon. Also ich kann berichten, bei mir ist es nicht bei den Strukturen hängen geblieben, sondern beim Formelrechnen. Genau, also Reaktionsgleichungen. Also Versuchsaufbau, Versuchsdurchführung, Protokollierung, da war ich immer super. Aber beim Formelrechnen war ich dann irgendwie raus. Ich weiß auch nicht. Da hatte ich wahrscheinlich irgendwie eine komische Schranke im Hirn. Aber da waren möglicherweise auch Mathe-Lehrpersonen vorher schon dran schuld.
Ja, das ist natürlich immer dann nochmal, das kommt nochmal dazu. Da ist es jetzt natürlich die Frage, was meinst du mit Formelrechnung? Meinst du jetzt die Stöchiometrie, also wie viel kommt rein, wie viel geht raus? Oder meint man jetzt das Umsetzen von einer, von zwei Edukten in ein Produkt? Das gibt's ja auch, ne? Also ich schmeiß vorne zum Beispiel Zucker rein und hinten kommt Alkohol raus. Was jetzt vom Versuchsaufbau her jetzt eine ganz interessante Sache wäre. Aber nee, auf dem Papier ist es dann halt schon wieder schwierig. Ja, das ist ja nicht schwierig. Zuckerlösung und ein bisschen Hefe rein, dann hast du ja deinen Versuchsaufbau. Genau. Ja, aber dann, ja. Dann fortgeschrittenen Kurs ist dann Winzer oder Winzerin werden. Ja. Nee, aber ich kann mich an den Unterricht tatsächlich erinnern, wo dann auf die Tafel immer so links standen irgendwelche Buchstaben, Zahlen, Kombinationen und rechts und dann wurde da so ein Pfeil mit nur einem Flügelchen dazwischen gemacht und dann mussten wir das irgendwie ausrechnen und ich hatte auch immer die falsche oder fast immer die falsche, das falsche Ergebnis. Und das hat mich total demotiviert. Also ich habe tatsächlich jetzt beim Hören eures Podcasts, wo von Strukturen die Rede war, also von Elementen, wenn man so will, die so wie so ein Baukasten auch immer wieder auftauchen und die man beschreiben kann als hier ist ein freies Element, was dann versucht irgendwas anderes zu binden oder so, das hatte einen ganz anderen Zugang. Aber das ist aber auch ein ganz anderes Ding. Das ist vielleicht vergleichbar wie in der Mathematik. In der Schule und in der Grundschule oder in den grundlegenden Schuljahren lernst du ja keine Mathematik, sondern du lernst primär Rechnen. Ja, genau. Und in der grundlegenden Schulausbildung, die Chemie, das ist eigentlich ja genau diese, du lernst ein paar grundlegende Reaktion auswendig. Ich finde es manchmal auch ein bisschen dann anstrengend, wenn die dann da noch sagen, jetzt wahrscheinlich werden jetzt viele Chemiker werden jetzt sagen, um Gottes Willen, was erzählt er da? Aber ich finde es dann auch ein bisschen anstrengend, wenn die dann da erzählen, dass das als Kind oder als Jugendlicher, dass du da irgendwie was ausrechnen sollst, weil aus meiner Sicht auch, ja, man braucht da ein bisschen mehr Erfahrung und gerade vielleicht bestimmte Systeme dann, die auswendig lernen zu müssen, ist ein bisschen anstrengend. Umgekehrt ist es natürlich auch so, wenn du dich nicht drauf einlässt und nicht so mal so ein gewisses Grundvokabular und so einen Grundschatz mal lernst, dann kommst du natürlich auch über eine gewisse Stufe nicht hinaus. Das ist natürlich auch immer, das ist immer so ein Zwiespalt. Und weil die eigentliche Chemie, das ist nicht die Chemie, die du in der Schule lernst. Ja, also das ist ja vor allen Dingen, da geht's ja dann, bei uns geht's ja dann mehr um die Mechanismen und um die Reaktionen und die, ja, okay, vielleicht ist es auch so, wenn du es dann mal x Jahre gemacht hast, dann ergibt sich die Stöchiometrie, ergibt sich natürlich aus den Teilen, die du da zusammen klabüsterst von ganz alleine, ne? Aber das ist aber auch, manchmal finde ich es auch ein bisschen schade, weil sich dann da ganz viel auf diese Reaktionen in der Schule kapriziert wird, weil es ist natürlich auch was du sehr leicht dann auch abfragen kannst in einer Arbeit, ne? Also wenn die Kinder einfach dann das auswendig lernen, dann kannst du das auch leicht abfragen. Aber, und deswegen, vielleicht ist es auch da ganz schön, dann sowas machen zu dürfen wie das Wirkstoffradio, weil wir sagen ja jetzt nicht erstmal Hefte raus, fertig zum Testat, ja, sondern wir fangen dann erstmal an und dann gucken wir mal, hat's denn Feedback gegeben und sowas, ja. Und dann reden wir ganz normal einfach über Chemie, über Abläufe, ja. Und das ist eigentlich das eigentliche Ding von Chemie, ne? Wie funktioniert irgendwas? Weil Chemie ist eigentlich, sind die molekulare Maschinen. Ja? Und, oder ja, molekulare Datenübertragung. Und das Interessante ist ja, alles ist Chemie. Ja. Selbst unsere Gedanken sind Chemie. Ja. Ja, das ab und zu denke ich darüber nach. Dann wird das ein bisschen. Also meine großartigen Gedanken, nichts anderes als irgendwelche Transmissionen oder Transmitterbewegungen in meinem Hirn. Ja, traurig. Ja, aber. Also damit kann ich mich ja abfinden.
Ja, genau, umgekehrt ist es doch sehr tief beruhigend, weil eigentlich, guck mal, unser ganzes Leben funktioniert deswegen, weil unsere Umgebung so aufgebaut ist, dass sich Moleküle von alleine in eine gewisse Konfiguration und in eine gewisse Struktur aneinander anlagern. Ne? Also Membranen bilden, durch die Membranen hast du abgeschlossene Räume, kleine Reaktionsgefäße. In den Reaktionsgefäßen kann was ablaufen und dadurch, dass du dann viele kleine Räume hast, kannst du viele unterschiedliche Sachen abräumen und, ja, und dadurch entsteht dann, umso komplexer du dann wirst, umso irgendwann mal entsteht dann sowas Faszinierendes wie ein Mensch. Das ist doch total faszinierend und das aus dem Nichts heraus, weil sich's irgendwie selber dann aneinander anordnet. Und es gibt immer wieder eine Dimension dazu. Ne? Aus Molekülen werden Moleküldomänen, aus Moleküldomänen werden dann Kompartimente, aus dem Kompartiment wird eine Organelle, aus vielen Organellen werden dann Zellen, aus Zellen werden Geweben, aus Geweben werden Organen, aus Organen werden Organismus. Das ist doch super. Ja, und das kannst du alles erklären rein auf molekularer Basis. Ist doch geil. Also ich werde da ganz wuschig jedes Mal, wenn ich drüber nachdenke. Ist auch so. Ist auch so. Absolut. Das ist ja, ist total faszinierend, natürlich. Ja. Ja, ja, vor allen Dingen, also das ist natürlich jetzt auch nochmal sowas, wenn du dann über so künstliche Intelligenz oder sowas nachdenkst, das ist ja, kommt ja natürlich auch nochmal dazu, weil das streift ja dann genau wieder die Frage, ab wann, was ist denn eigentlich Intelligenz und ab wann und wie entsteht denn eigentlich unsere Intelligenz? Wo ist die denn bei uns? Ne? Weil wenn du einen Kopf aufschneidest und ins Gehirn guckst, dann siehst du jetzt in erster Näherung nicht, ob der jetzt besonders oder die besonders schlau war oder besonders doof. Ja? Das kann man dem Gehirn nicht ansehen. Ja? Weil alle vom Prinzip eigentlich gleich sind. Es gibt ein paar kleinere Unterschiede, aber ist eigentlich egal. Aber die Möglichkeit steckt immer drin. Das ist ja das Interessante. Ja. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn du dann an diese künstliche Intelligenz rangehst, ja, schafft man das vielleicht irgendwann mal, das auch von dieser, ich sag mal, chemischen Plattform abzutrennen. Was ist denn die eigentliche Essenz dann vom Denken? Ja, genau. Aber wenn man rauskriegt, wie in der Chemie die Information von einer Seite zur anderen wandert, wenn man das dann durch elektromagnetische Prozesse nachbauen kann, dann könnte man sich das tatsächlich vorstellen, dass man dann so ein elektrisches Gehirn hat, was tatsächlich in ähnlicher Weise funktioniert. Naja, der Witz ist ja, unser Gehirn funktioniert ja eigentlich elektrisch. Ja? Okay. Ja, weil also das Axon, eine Nervenzelle über das Axon wird ein ganz normaler elektrischer Impuls. Ja, es wird bald auch eine Episode dazu geben, wie sowas genau molekular funktionieren wird, kann ich jetzt auch schon mal spoilern. Aber das Interessante ist eigentlich dabei, dass jetzt bei uns das Problem, oder dass der Witz ist ja, so ein, wie das mein Interviewpartner da gesagt hat, dass der elektrische Impuls ja total langweilig ist, weil der enthält ja keine Information, der hat ja nur an oder aus. Ja? Ja. Und das Interessante ist jetzt, wenn du jetzt an die Synapse dann zum Beispiel gehst, da kommt ein Impuls an und dann wird dieser elektrische Impuls übertragen in einen chemischen Impuls oder in ein chemisches Signal. Und dieses chemische Signal, das triggert dann auf der anderen Seite dann wieder eine Reaktion. Und da hast du dann auf einmal dann was, wo du dann sagen kannst, okay, jetzt kann ich auch wirklich tiefer liegende Information, die natürlich dann schon vorab gelegt da liegt, ja, die kann ich auf einmal schon hier verarbeiten. Also du hast noch eine viel höhere Spezifität da drin. Und dann geht's halt darum, dann ist es wie eine Art Voting, ja. Das heißt also, es reicht halt nicht aus, wenn nur ein kleines Signal ankommt, es kommen ganz viele. Es ist halt immer Basisdemokratie. Unser Hirn ist immer basisdemokratisch und erst wenn eine gewisse Mehrheit überstimmt wird, erst dann wird dann ein weiteres Signal ausgelöst. Hallo? Ist noch jemand da? Ja, ich bin gerade vor Ehrfurcht still geworden. Es ist einfach so, ja, es ist einfach so schön. Also
Es ist einfach schön, dich in deiner Kompetenz darüber sprechen zu hören. Das für dich sind viele Dinge nicht mehr so rätselhaft, weil du einfach Modelle hast, wie du sagst, ja, das ist halt das Modell, nachdem es funktioniert, also oder Modell oder sogar belegtes Modell. Wir können das auch sogar nachmachen oder im Labor irgendwie nachstellen oder wie auch immer. Also es ist nicht nur reine Theorien nach dem Motto, wie könnte es denn sein und möglicherweise ist es so, sondern es ist sogar schon bestätigt. Und für dich ist das so selbstverständlich irgendwie und trotzdem bist du aber immer noch von dieser Magie, also von dem Wunder, was da drin steckt, irgendwie noch bei begleitet. Weil wir es ja auch noch nicht mal im Ansatz begriffen haben. Das ist ja das Interessante dabei. Das ist ja, wir verstehen schon vieles, wir verstehen auch vieles molekular, aber das Problem ist ja, dass so es immer noch mal eine Dimension noch mal an Information dazukommt. Ja? Also ein einziges, wenn ich jetzt verstanden habe, ja, wie ein einzige Synapse funktioniert, weiß ich ja dann trotzdem immer noch nicht, ja, wie dann ein Gedanke im Gehirn genau funktioniert. Ja? Und deswegen ist es auch vielleicht auch, wenn du in Richtung KI denkst, ja, ist dann genau das Gleiche. Wir können ganz genau beschreiben, wie die einzelnen artifiziellen Neuronen funktionieren. Ja. Aber die Summe der Teile ist halt mehr. Ja. Und das ist halt das Problem. Das ist dann genau das, was wir nicht mehr überblicken können. Ne. Also es ist halt nun mal 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 nicht irgendwie 5 oder 4 oder das weiß ich nicht mehr, wo ich war, ja, sondern es ist halt ein ganz kleiner Bruchteil mehr, ein ganz mini kleiner Bruchteil ist es mehr, ja, weil noch eine zusätzliche Information dort noch zum Beispiel, wie die Informationen, die Impulse zueinander angelangt sind, weil da halt noch ein bisschen was mehr noch dazukommt und auf einmal wird halt irgendwann mal, wird dann halt diese Information noch ein bisschen mehr. Und dann bekommt es halt auch so eine Eigendynamik, sage ich jetzt mal. Hört sich jetzt fast. Ich habe gerade so das Bild von einem Orchester so ein Sinfonieorchester vor Augen. Ja, genau. Also ich kann im Prinzip genau sagen, wie eine Geige funktioniert, wie der Ton zustande kommt, die Schwingung. Ich kann, wie ein Blechblasinstrument funktioniert, wie da aus der Säule, aus der stehenden Säule der Ton klingt. Aber daraus kann ich noch lange nicht auf das Werk schließen, was am Ende das ganze Orchester spielt. Ne, da komme ich, das ist nochmal eine Stufe drüber und aus der Detailinformation, aus der Summe der Detailinformation weiß man immer noch nicht, wie es klingt. Ja, genau. Oder ein Chor kannst du auch nehmen, ist vielleicht sogar noch einfacher. Da brauchst du die ganzen Instrumente nicht, ne? Weil die einzelnen Stimmen, die mögen ganz schön und gut sein, aber so ein Chor zu haben, der dann sich aus vielen Stimmen zusammensetzt, dann merkst du auf einmal auch, dass das ein ganz anderes Volumen, dass da noch ein bisschen was mehr mitschwingt, sagen wir mal so. Ja, schön. Ach, schön. Schöner Einblick in die Chemie, wirklich herrlich. Dankeschön dafür. wir kennen uns ja auch schon etwas länger, weil du öfter schon an den Ganzohr-Treffen teilgenommen hast, die irgendwann mal in dieser Wissenschafts-Podcast-Welt entstanden. Also anders, ja, ich glaube, ich habe das erste Ganzohr irgendwann mal veranstaltet. Wenn ich überlege, müsste das so ungefähr 10 Jahre her sein. Vielleicht haben wir auch schon jetzt gerade 10-jähriges Jubiläum. Müsste ich mal tatsächlich nachgucken, wann das damals gewesen ist. Das nicht 2012 gewesen ist, das könnte sogar sein. Und wir haben jetzt schon 2022, wir haben 10 Jahre weiter. Also dieses Ganzohr-Treffen ist ein loser, einmal im Jahr treffen sich halt Leute, die mit Wissenschaftspodcasts irgendwie zu tun haben. Corona-bedingt ist es jetzt auch mal ausgefallen, aber der schon gerade erwähnte Lothar hat uns irgendwann mal nach Wien eingeladen, die Melanie hat mal nach Innsbruck eingeladen, Lars hat nach Nordhorn eingeladen, wo waren wir noch? Ich weiß nicht, ich habe nach Witten eingeladen. Bestimmt habe ich irgendjemanden vergessen jetzt. Hier, Markus nach Stuttgart. Stuttgart, genau. Und du bist jetzt quasi der nächste Einlader, habe ich jetzt gerade heute Abend wahrgenommen. Erzähl doch mal ein bisschen über das, was da vielleicht ansteht. Ja, also wir werden es jetzt versuchen. Der Termin steht noch nicht ganz fest, aber es wird irgendwann mal, also traditionell war es ja immer im Oktober erst, ja, also so im
ja, im Herbst. Und wir werden es wahrscheinlich ein bisschen weiter vorverlegen, einfach weil wir dann sagen, naja, dann haben wir die warme Jahreszeit und man kann sich ein bisschen besser draußen treffen. Und vielleicht haben wir dann auch nicht die hohen Inzidenzen. Also das ist jetzt noch alles noch ein bisschen Corona getrieben. Da müssen wir noch ein bisschen angucken, ob wir es nicht kurz vor den Berliner oder kurz nach den Berliner Sommerferien stattfinden lassen. Aber dann haben wir eigentlich geplant, Henning Krause und ich haben dann geplant, vielleicht hier in Berlin einmal auch das Ganzohr zu veranstalten, weil ich da ein bisschen hoffe, vielleicht dann, wenn es eben auch ein paar WissenschaftspodcasterInnen hier in Berlin auftauchen, können wir vielleicht mal auch an einem Abend ein Hörerinnen-Treffen machen. Das wäre vielleicht ganz nett. Und natürlich auch, wir haben hier eine schöne Bubble hier, dass dann vielleicht auch hier ein paar Leute dann auch von Berlin hier, es gibt ja auch ein paar Institutionen, die auch Interesse angemeldet haben, dass sie vielleicht auch mal einen Podcast machen wollen für ihre Institution oder für ihr Projekt. Und dann ist es immer ganz gut, wenn man ein bisschen so netzwerken kann. Aber es ist alles noch ein bisschen unter diesem, sag ich mal, Corona-Vorbehalt. Das wird jetzt erst mal in den nächsten paar Wochen wird sich das entscheiden. Aber wir haben auch ganz nette Leute, und zwar von der Uni SysCat das ist ein Projekt hier, wo meine Chefin Han Sun eben auch beteiligt ist an der TU Berlin, und die würden uns da auch die Räume zur Verfügung stellen und dann können wir uns dort auf dem Campus der TU aufhalten und können da ein Wochenende uns treffen und ein bisschen diskutieren. Und es gibt auch schon die ersten Leute, die sich so, Henning hat so einen kleinen Impulsvortrag schon eingeladen und so weiter. Also, aber keine Angst, es wird kein Kikero 2.0 geben. Ja, also das wird es nicht werden. Für alle, die es nicht, dieses Ganzohr, das ist ein, jeder macht es halt so, wie er kann oder wie er will oder jede. Und in Wien war das so ein bisschen, dominiert von der Akademie der Wissenschaften. Die hatten sich das irgendwie so ein bisschen unter den Nagel gerissen und haben da so mehr oder weniger eigenes Programm drüber gelegt. Und das war für diejenigen, die ganz Ohr in, das ist das freie Barcamp, Schema so kannten aus der Vergangenheit, war das etwas sehr fremd. Und also es gab dann doch etwas Verwirrungen. Und Cicero war, oder Cicero war ein Zitat oder aus irgendeinem dieser Vorträge, wo uns mitgeteilt wurde, dass Podcasts ja irgendwie des Teufels sind und überhaupt nicht für die Wissenschaftskommunikation geeignet. Das war sehr absurd. Naja, Ich habe mich da sehr amüsiert drüber. Ich fand das rasend komisch, aber ich kann es auch verstehen und ich denke auch mal, dass es da in dem Zusammenhang auch einfach nicht angebracht war, weil wir da eigentlich ja eher andere Dinge vorhatten. Und wir haben ja auch, wir treffen uns ja nicht so als Wissenschaftspodcaster untereinander so oft nicht. Und da ist ja auch die WissPod-Seite ein bisschen zusammen. Und dadurch, dass man sich so selten trifft, dann möchte man dort natürlich auch ein bisschen netzwerken und Freunde treffen und so weiter. Und deswegen ist es natürlich schon auch so, Henning und ich haben dann gesagt, okay, wir wollen ein bisschen was, eben, weil wir ja eben dann da an der TU sind. Wir machen ein bisschen was, aber was zum Thema passt. Und ansonsten sollte schon auf jeden Fall dieses Barcamp dominieren und sollte vor allen Dingen eben für uns eine schöne Veranstaltung werden, dass wir da Wissenschaft diskutieren können und vor allen Dingen Wissenschaftskommunikation und Podcasten diskutieren können und vielleicht auch den einen oder anderen oder der einen oder anderen Wissenschaftlerin eben unter die Arme greifen können, falls sie sich überlegt, wie starte ich denn einen Wissenschaftspodcast und kann ich das denn überhaupt, weil das denke ich mal, jeder oder die Lust dazu hat, sowas zu machen, ist auf jeden Fall für sowas auch geeignet. Also das ist dann schon mal klar. Das ist ja die Grundvoraussetzung, dass man über seine Wissenschaft reden will. Alles andere kommt dann von alleine. Kontakt zur
Kontakt raus aus der Kammer, aus dem Studierzimmer rein, in die, wo die Menschen sind, genau. Eine Webseite ganz Ohr habe ich jetzt, glaube ich, nicht gefunden. Ich bin auch ein bisschen raus aus der Orga. Früher habe ich das ja mehr verfolgt, aber ich bin so ein bisschen rausgewachsen aus dem Ganzen. Aber wispod.de, also wissenschaftspodcasts.de, die beiden Projekte hängen irgendwie zusammen. Genau. Das eine ist dem anderen gefolgt und da kann man auf jeden Fall mal reingucken. Ich denke, wenn sich da was konkretisiert wird auf wispod.de, auch genau, darüber da sicherlich wir, berichtet also werden. Also wenn, dann werden wir da auch die wie gesagt, Ankündigung, die wird auf jeden Fall dort auch erscheinen und dann muss man mal gucken, werden wahrscheinlich Henning und ich, sobald sich das jetzt mal geklärt hat, das wird jetzt auf jeden Fall noch im März passieren, dass wir die Termine uns festlegen und die Termine festlegen und die und das Programm so ein bisschen festlegen, dann werden wir da auch ein kleines Rundschreiben nochmal machen und dann wird es auch fleißig verteilt, hoffe ich mal. Ja. Ganz bestimmt. So super. Viel werden wir jetzt da nicht organisieren. Das wird vielleicht ein oder zwei so Impulsvorträge geben von Leuten, die eben sich Gedanken gemacht haben, was sind denn Wissenschaftspodcasts und was kann man denn darüber erfahren? Wie funktionieren sie? Also wie funktionieren sie aus der Sicht, wie funktioniert Wissenschaftskommunikation? Ja, also da hat es wohl einige wissenschaftliche Arbeiten in den letzten Jahren gegeben und da hat Henning jemanden angefragt und die hat sich auch bereit erklärt, sich für einen kleinen Impulsvortrag. Und da freue ich mich auch schon drauf, weil es ist ja immer ganz gut, wenn man mal mit jemandem diskutieren kann, der sich schon mal darüber Gedanken gemacht hat und aus wissenschaftlicher Sicht. Und dann kann man ja mal schön diskutieren. Aber so wie ich das sehe, wird es kein Kikero 2.0. Ja. Also. Nee, je barcampiger oder selbst wenn man einfach nur dann sich zusammenhockt, einen Kasten Kaltgetränk in die Mitte stellt und einen Pizzadienst anruft, das sind dann meistens sogar die fruchtbareren Ja, also das Treffen. Soll dann auf jeden Fall der Schwerpunkt sein. Das soll ja auf jeden Fall der Schwerpunkt sein. Und wenn wir so wie es jetzt ausschaut, dann können wir vielleicht sogar zwei Räume bekommen, weil was ich so gehört habe, sind vielleicht dann auch ein paar Interessenten dabei, wo man dann vielleicht auch mal so, ich sag mal, für die Leute, die mal ausprobieren wollen, wie das denn funktioniert mit so Podcasten und mit dem Equipment und sowas, ja, dass man da mal ein bisschen was zeigen kann. Weißt du, wenn du kennst es ja selber, ne? Wenn man zum ersten Mal überlegt, was brauche ich denn, dann kann man, ist es mal ganz gut, wenn man es einfach mal ausprobieren kann. Ja, einfach mal machen, dann ist schon ganz viel an Hemmschwelle abgebaut. Deswegen die Idee, die Claudia vorhin ganz am Anfang gemacht hat, ne, ganz viel Zeugs mitbringen, dahinstellen und die Leute anfassen lassen, das ist ja keine schlechte Idee. Das ist ja super. Also nur wenn man halt 12 Kilo Blech mit sich rumträgt, das ist dann doch ein bisschen anstrengend. Ja, genau. Hatte ich auch schon mal gesagt, so ein Podcast-Mobil, das wäre natürlich das Ideale. Ne? Also, dass so hinten so ein kleinen Sprinter mit so einem kleinen Aufbau, hinten mit ein bisschen Basotec drin, damit man sich im Notfall, wenn es dann doch regnet, mal auch reinsetzen kann. Das wäre eigentlich so das Ideale. Ne? Ja. Das ist vielleicht das nächste Projekt vom Wirkstoffradio. Das Wirkstoffradio muss man mal sehen, ja klar. Wirkstoffradio mobil, meinst du? Genau. Ja, okay, ja. Ich glaube, wir müssen so langsam von der Gartenbank runter. Wir haben Querbeet-Themen nicht so sehr viel und ich glaube, wir haben auch keinen Kalender, weil der Lars nicht da ist. Deswegen kommen wir dann relativ schnell zum Ende der Sendung. Aber wir hatten ja so die Uhrzeit so etwa ins Auge gefasst und dann wollen wir die auch versuchen beizubehalten. Ganz herzlichen Dank, Bernd, dafür, dass du uns hier heute so schön aus eurem, um den Hans-Dieter, den ehrenwerten Dr. Vater mit 83 Jahren, den ich jetzt nur mit dem Vornamen ansprechen kann, weil ich ihn nicht besser weiß. Also euer Wirkstoffradio oder bitte wie? Hüsch? Hans-Dieter Höltje. Höltje heißt er. Hölze. Okay, Höltje. Hölzje. Das hätte auch den Herrn Professor Hölzje sagen können, ganz wie sich das vielleicht gehört. Also vielen, vielen Dank dafür. Wir kommen dann relativ schnell zum Ende. Wie gesagt,
wir können einiges überspringen, aber Blütenschätze sind natürlich immer das Wichtigste eigentlich im Sendegarten, dass wir uns gegenseitig erzählen, was wir vielleicht in der letzten Zeit wahrgenommen haben, wo eine Empfehlung möglicherweise drinsteckt oder wo einfach nur ein Erlebnis war, was einen besonders glücklich, traurig gemacht hat, zum Nachdenken gebracht hat oder so. Das ist ja immer sehr unterschiedlich und spannend. Wir haben einen Hörerblütenschatz, da haben wir auch ein Audiobeispiel, das ist ein bisschen länger, 3 Minuten, aber ich habe es trotzdem mal mitgebracht. Aber ich frage einfach mal vorher herum, Claudia, hast du einen Blütenschatz vielleicht für dieses Mal? Ja, ich habe tatsächlich einen mitgebracht. Hey. Und zwar gerade heute zum Essen quasi gehört, die aktuelle Folge von Geschichten aus der Geschichte. Ich will immer noch Zeitsprung sagen. Ja. Genau, und zwar der Vocoder. Also Grüße gehen an dieser Stelle raus an den Stefan und an den Lars zum Thema Synthes. Und genau, also hat mich sehr erfreut, die Folge über Voice-Synthetisierung. Großartig. Ist eine kleine Hörempfehlung, also für alle, die das halt irgendwie Freude an synthetischen Klängen haben. Das hatte ich auf Twitter gesehen und sofort an euch, hier Stefan, Lars, dich und so weiter gedacht. Und jetzt wieder ein bisschen traurig, aber ist das nicht eine Entwicklung, die im Krieg irgendwie herausgekommen ist, um Kommunikation zu verschleiern oder so? Und später ist das zum Musikinstrument oder was geworden, ja? Schwerter zu Flugscharen, Vocoder zu Musik. So in etwa, ja. Genau, also tatsächlich Verschlüsselung dann auch so mit einmal Schallplatten tatsächlich, die eine Art weißes Rauschen erzeugt haben, wo es dann immer Schallplattenpaare gab, die dann abgelaufen sind, eben wo dann die Stimme verschlüsselt wurde und am anderen wieder entschlüsselt wurde, hat sich aber tatsächlich deswegen nicht durchgesetzt, weil die Stimme halt nicht mehr hinterher natürlich nach Mensch klang, sondern halt dann eben durch eine synthetische Stimme bei Empfängerseite dann ersetzt wurde. Ja. Das klingt wirklich spannend. Also ich glaube, da reicht es nicht, einen Tweet zu lesen, dann muss man die Episode hören. Also da muss ich doch mal gucken, ob ich das dann auch nochmal nachhöre. Das klingt wirklich gut. Super. Ganz vielen Dank dafür. Ja, ich danke für Inga. Die ganz tolle Folge. Also sollten die beiden hier mal reinhören, Grüße. Ich habe leider keine Karte damals ergattert für die Live-Show, die hier in Wien stattfinden soll. Aber irgendwann werde ich das auch mal schaffen. Ganz bestimmt. Ich drücke die Daumen. Oh. Inga, hast du einen Blütenschatz zufällig in der Tasche? Ja, ich habe jetzt mal überlegt. Ich habe vorgestern mein Fahrrad wieder flott gemacht, also aus dem Winterschlaf sozusagen geholt und habe sehr viel Freude damit tatsächlich jetzt die letzten 2 Tage gehabt. Bin mal wieder zur Arbeit gefahren. Ja, genau, das weiß ich auch nicht. Ich meine, es ist ein E-Bike, ne, aber trotzdem, es macht mir sehr viel Spaß. Oho. Total großartig. Und du bist mir tatsächlich voraus, meinst es noch im Fahrradkeller. Ja, hier war das Wetter so schön. Oh. Und dann dachte ich mir, mache ich es mal fertig. Ja, es lockt so wieder nach draußen. Also das ist, ich hatte das die Tage, musste ich eine Besorgungsfahrt machen und tritt so vors Haus. Und das war das erste Mal, dass ich nicht gefröstelt habe beim Rausgehen. So, wo ich dachte, oh, jetzt kommt vielleicht die Zeit, wo man auch mal wieder, ohne zu denken, draußen ist kalt, ungemütlich, man kann mal wieder rausgehen und genießen. Das war schön. Mhm. Ja, Fahrrad rausholen und wieder ein bisschen bewegen. Gut. Hast du auch ein E-Bike, Claudia? Seit letztem Jahr tatsächlich, ja. Also ich hatte vorher schon ein anderes. Also ich bin ja auch da in diesem Vorharz groß geworden und bis ich hier in die Stadt zog, war mein größtes Gefahrenmodell, dass mir in der Dämmerung ein Fuchs vorläuft. Dann habe ich dreimal versucht, in Wien zu fahren und ich muss sagen, Wiener Taxifahrer und Wiener Busfahrer sind eine andere Nummer als Vorharzfüchse.
dann habe ich das sehr lange nicht gemacht und letztes Jahr dann halt mit einem E-Bike, wo ich dann auch das sicherere Gefühl hatte, ich komme schneller von dieser Kreuzung weg und so. Mhm. Ja. Das klappt tatsächlich ganz gut. Mhm. Ja, das gibt mir auch tatsächlich Sicherheit, dass ich weiß, ich bin mit 25 km/h unterwegs und komme halt schnell weg. Genau. Ja. Kannst dich aus der Situation rausschaffen, ganz schnell, wenn es brenzlig wird. Mhm. Das verstehe ich. Ja. Das verstehe ich. Sebastian, wie ist bei dir? Hast du einen blöden Scheiß? Ich habe diese Woche den ersten Teil unserer Solaranlage in Betrieb genommen und das war ganz schön. Cool. Genau. Was Solaranlage? Baust du dir jetzt das Dach voll mit Zellen oder was? Erstmal nur die Wand, weil das Dach muss noch renoviert werden, deswegen wäre es ungünstig, das in der falschen Reihenfolge zu tun. Ja. Ja. Aber ja. Ja, wie großartig. Nee, schön. Also die Bits hier laufen jetzt auch gerade über Solarstrom. Nein! Yeah. Solarsendegarten. Wie das großartig. Ist ja großartig. Habt ihr auch eine Batterie, also einen Speicher? Ja. Oder ist es. Genau. Oh. Sehr schön. Geil. Die große Nummer. Schön, schön, ja. Schön. Wenn schon. Jetzt lohnt sich das ja doppelt. Ich meine, könnt ihr mir vorstellen, dass ja die Nachfrage nach so Solardingern im Moment einen Höhepunkt erreicht hat. Kann das sein? Ja, also ich meine. Hat dein Händler gestöhnt? Nee, also die Teile, also die Solarzellen, die hatten wir schon 2019 gekauft. Das hat sich jetzt alles ein bisschen gezogen, weil wir erstmal den richtigen Punkt finden mussten, wo wir sie überhaupt aufbauen, weil wir halt hier im Außenbereich sind, Baugenehmigung etc. pp. Wir hatten halt verschiedene Ansätze und jetzt sind wir dann erstmal übergegangen, das einfach an die Wand zu hängen. Was erstaunlich gut funktioniert, gerade jetzt auch im Winter, weil der Winkel dann auch ganz noch okay ist und im Sommer ist es eh genug Sonne da, also spielt es da keine so große Rolle vom Winkel her. Und jetzt die restlichen Teile sind dann im Herbst gekommen, wobei da haben wir schon gemerkt, da gab es schon Verzögerungen. Also da waren schon für die Akkus Lieferzeiten von 3 bis 4 Monaten, obwohl sie eigentlich nur 4 Wochen angekündigt waren, schon dabei. Und ja, jetzt merke ich es auch, ich bestelle gerade ein paar Teile noch nach, um die Anlage ein bisschen zu erweitern. Da sind auch die Lieferzeiten schon nach oben gegangen. Auch die Preise sind leicht gestiegen, aber man merkt es schon. Ich denke schon, dass da viel Bewegung ist. Toll. Aber super cool. Also wir gucken ja hier gerade nur für ein kleines Panel, für meinen kleinen Solarserver, den ich gerne betreiben würde. Also ich will ja eigentlich nur eine Solar-Webseite haben. Und der Aufwand ist aber quasi sehr ähnlich zu, ich baue mir gerade das Dach voll und speise ein. Also nee, also einspeisen habe ich mich tatsächlich dagegen entschieden, weil das, weil ich es halt auch selber betreiben wollte, also die komplette Installation und dementsprechend ist es ein komplett autarkes System, cool. Was im Prinzip noch die Notfalloption hätte, den Akku zu laden über normales Netzstromseitig. Aber das ist so die absolute Ausnahme, wenn jetzt wirklich mal eine Woche keine Sonne scheint oder so. Aber der Akku ist eigentlich gut ausgelegt darauf, dass das lange genug halten sollte. Und ein bisschen Beschattung hilft ja auch schon, den Akku zumindest vielleicht leicht wieder aufzuladen. Ja, ist eigentlich ein spannendes Thema. Man kann sich da natürlich auch gut reinnörden und es macht auch sehr viel Spaß. Und wie gesagt, wenn man so den ersten Kaffee trinkt, der dann auch mit Solarstrom erzeugt worden ist. Das gutes Gefühl, ja. Das kann ich mir vorstellen, ja. Aha. Es ist eigentlich eine Schande, dass wir das nicht schon großflächig überall im Einsatz haben. Das ist geschenkte Energie, warum wir, also ich habe mal irgend so einen Experten gehört, der sagte, naja, hat ja nur eine Wirkungsgrad von 30%. Naja und? 30% geschenkt ist immer noch geschenkt. Also muss man denn warten, bis es 40% sind? Aber naja, es tut sich ja gerade was, leider aus merkwürdigen, etwas schwer nachvollziehbaren Gründen, aber vielleicht kommen wir ja dann doch nochmal von diesem ganzen Erdölverbrennen und so weiter weg.
Aber es wird noch eine Weile dauern. Schön, dass es bei euch den ersten Schritt in diese Richtung gegeben hat. Wer da sagt, das erste Teil, es kommt noch mehr. Ja, genau, so ein bisschen ausbauen, weil wir vielleicht auch Richtung Wärmepumpe schielen. Das ist natürlich im Altbau auch wieder ein bisschen schwierig, aber so als ergänzendes System erstmal. Und das wäre natürlich auch ganz schön, wenn das über PV-Strom quasi größtenteils läuft und nicht irgendwie noch über über das normale Netz gezogen werden muss. Voll cool. Total. Und dann kommen Inga und ich vorbeigeradelt mit unseren E-Bikes und laden bei dir auf. Genau. Voll gut. Das klingt nach einem Plan. Ja. Roadtrip mal super. Anders. Schön, schön, schön. Großartig. Ja, da wird der Sebastian zum Sonnenmüller. Schön. Ja, ist das eine Schande. Ich habe auf unserer Dorf-Webseite nämlich mal die Tage nachgelesen. Da wurde quasi die die Windmühle, die wir hier im Dorf hatten, tatsächlich auch zur ersten Stromversorgung genutzt. Und ja, irgendwie sind wir seitdem nicht weiter vorangeschritten, sondern eher wieder zurück, ne? Naja, weil die Alternativen so günstig waren. Es ist einfach ein ökonomisches Problem, ne? Ja. Also, und jetzt, wenn der Sprit plötzlich 2 Euro oder 2,30 Euro kostet, dann könnte man vielleicht doch mal über Alternativen nachdenken. Dann wird ja sogar Wasserstoff irgendwann wieder spruchreif, was ich ja schon völlig abgeschrieben hatte, erstaunlicherweise. Dann kannst du ja, wenn du da nicht, wenn dein Akku voll ist und du weißt beim besten Willen nicht mehr, was du mit dem Strom machen sollst, ja, dann mach doch einfach Wasserstoff. Ich habe übrigens. Bernd kann dir bestimmt die Elektrolyse dahin bauen. Ja, Elektrolyseure gibt's schon. Ich habe auch neulich mal so eine Doku gesehen. Da hatten sie auch in so einem, das war irgendwo in Süddeutschland, so ein kleines Häuschen. Und da hatten sie neben dem Akku eben auch eine ganze Batterie an Flaschen, an Gasflaschen und betreiben dort ihren Elektrolyseur, um dann im Winter sozusagen den Strom dann wieder über die Brennstoffzelle wieder zu regenerieren sozusagen. Ja. Und naja, ist natürlich genau so, wenn du den Strom nicht verbrauchen kannst, ne, bevor und du ihn nicht einspeisen willst, dann ist natürlich das schon eine Frage. Die andere Frage ist natürlich dann da, ob sich das dann überhaupt irgendwann mal rechnet. Aber wenn du das jetzt sagst, ich mach's, weil ich es kann, so wie ich es ja vielleicht auch machen würde, wenn ich ein Haus hätte, dann ist es natürlich wieder was anderes. Dann kommt ja die ökonomische Frage gar nicht erst auf. Ne? Also. Ja, richtig. Ich glaube, ja. Das Motiv, ich mache, weil ich kann, das ist stark bei Sebastian. Das ist stark. Naja, hat ja auch was. Ne? So eine Schwarz, ist die auch schwarzstartfähig, ja. Ne? Also so direkt. So, du bist komplett autark, ne? Also kannst genau, auch ohne Netzanbindung. Genau. Das nennt man doch Schwarzstart oder so ähnlich, ne? Ich weiß es nicht mehr. Ja, es ist, ich weiß gar nicht, ob es dafür. Ja, wahrscheinlich. Also das ist bei der Anlage typisch, weil das ist von einem Hersteller, der halt auch so vor allem Boote versorgt, also Victron heißt die Firma, die ist auch sehr open-source-freundlich, also ich habe, glaube ich, selten so ein offenes Unternehmen kennengelernt, weil da ist im Prinzip in dem Wiki alles dokumentiert, alle Schnittstellen sind beschrieben, die haben auf GitHub auch ein Repo für ihre Open-Source-Sachen, es ist Wahnsinn und auch die Schulungsmaterialien, also die haben ein komplettes Verkabelungsbuch, wo quasi ganz viele Praxistipps drin sind. Es ist Wahnsinn. Also da muss ich unter Umständen nochmal auf dich zukommen dann. Also die Firma Victron. Wie war der Name? Ich habe nur Tron verstanden. Victron, also mit V. Victron mit V. V-I-C? T-R-O-N, ja. Victron Energy heißt, glaube ich, ganz ausgeschrieben. Ist, glaube ich, eine niederländische Firma, oder? Ja. Das ist doch mal ein Link, wieder. Den ich direkt dem Fellow Nerd rüberschubsen werde. Ja, und das Produktsortiment ist auch sehr umfangreich. Und die bieten das im Prinzip alle, weil die auch das autarke Laden im Prinzip auch für Boote und
im Prinzip alle Spielvarianten, die man sich da so vorstellen kann, mit drin haben. Wir, unsere Hörer, ne? Unser Nischenleben 61 fragt auch den Multi Plus 2. Genau. Und ich gucke ja auch gerade Victron Multi Plus 2 Speichersystem. Ja, kostet aber dann auch schon, ne, knapp an die 3000 Euro. Lalalala. Nicht schlecht. Ja, gut, aber früher oder später amortisiert sich das. Oder wenn halt genau, irgendwann mal tatsächlich gar nichts mehr da ist, dann, also von außen. Ja, es ist halt wirklich so eine Altersvorsorge auch teilweise. Ich denke, wir werden natürlich Teile nochmal austauschen bis dahin, aber wenn man erstmal Erfahrung gesammelt hat und ich meine, keine Ahnung, wo die Energiepreise in 30 Jahren liegen, wo ich dann mal vielleicht das Rentenalter erreiche, das möchte ich mir dann auch nicht wirklich ausmalen. Und da ist vielleicht so eine Option zu haben, ein bisschen autark zu sein, auch schon vielleicht eine gute Idee. Nee, ich musste gerade lachen. Ich habe hier einfach mal die Webseite aufgerufen, victronenergy.de. Und das Erste, was da steht, ist Chicken Farming with Solar Energy. Also, Nugget lässt grüßen. Ja. Nugget. Herrlich, herrlich, herrlich. Ja, super. Ach, schön. Das kann ich mir vorstellen, dass das was für dein Herz ist und dir gute, viel Freude bereitet. Schön. Das klingt so nach Zukunft. Ja. Sehr gut, sehr gut. Ja, prima. Wer hat denn noch einen Blütenschatz dabei? Bernd, ja, hast du was dabei? Ja, ich habe auch einen. Ja, her damit. Und zwar, der ist schon ein bisschen was älter. Wir haben uns ja auch vertagt, aber auf Deutschlandfunk Nova kam eine Sendung, und zwar die Insulin, eine Erfolgsgeschichte, weil Insulin feiert dieses Jahr 100 Jahre. Im Januar 1922 wurde der erste Patient mit Insulin behandelt, ein 13-jähriger Junge. Und das ist einfach von Deutschlandfunk Nova eine ganz klasse Dokumentation, die durch die 100 Jahre Entwicklung Insulin durchführen. Und da kann man dann auch mal hören, eine kurze Geschichte, und zwar wie ein Arzt dann in seiner Küche anfängt, Insulin zu produzieren, damals ja noch aus Pankreas, also sprich mit einem Fleischwolf, dann erstmal den Pankreas und dann mit Ethanol bearbeitet, damit dann das Insulin rauskommt. Und aus diesem kleinen Fleischwolf ist jetzt das größte auf der Erde existierende Insulinfabrik geworden. Das ist Novo Nordisk. Und das fand ich eigentlich ganz spannend. Also damit schließt sich der Kreis auch wieder, den wir vielleicht am Anfang aufgemacht haben mit dem ASS, ja, also mit dem Acetylsalicylsäure, hier mit Insulin. Da war es dann wirklich so eine Story, dass man das in der Küche angefangen hat mit einem kleinen Fleischwolf und heute ist es ein Riesenunternehmen, milliardenschwer. Und behandelt ganz viele Menschen oder hilft ganz vielen Menschen, indem es eben Insulin für die macht. Und da ich auch in meiner Doktorarbeit einiges zu molekularen Eigenschaften von Insulin gemacht habe, hat mich das natürlich sehr angesprochen und ich fand es eigentlich gut aufgearbeitet und deswegen ist es so ein bisschen mein Blütenschatz. Hat mich natürlich an Zeiten erinnert, als ich noch jung war. Ja. Ah ja, verstehe gut. Ich habe letztens auch alte Bilder gesehen von einer Straße, die ich immer gefahren bin, als ich noch studiert habe. Und wurde ich auch ganz rührselig irgendwie, so ganz, also unsinnigerweise, aber plötzlich hatte mich da so eine Wehmut erwischt, nach dem Motto, ach, die guten alten Zeiten, dabei waren die überhaupt nicht gut, aber ich hatte das Gefühl, das ist alles viel besser als heute. Naja. Schön, okay, Insulin, eine Erfolgsgeschichte von DLF Nova. Prima, da hören wir mal rein. So, habe ich jetzt alle gefragt? Glaube ja, ne? Dann kommen wir mal zu, oder ruft jemand, nein? Doch. Wir haben von einem Hörer, Sebastian R., Benjamin R., gar nicht Sebastian. Ich wollte den Witz machen mit Sebastian R. und sagen, dass du es nicht bist, aber es ist nicht wie beim Dirk Wirt. Ach, Dirk Prims, der nicht der Dirk Prims ist. Jetzt ist alles kaputt. Eine Überleitung aus der Hölle. Okay, nein, also wir haben eine Zuschrift bekommen von Benjamin R. Und er schrieb uns, ich würde dem Sendegarten gerne die Geschichte, warum Sand gleich doppelt Schuld am Nürnberger Lebkuchen ist, als Blütenschatz anbieten. Und er gibt eine Quelle zu einem
Podcast, der noch relativ neu ist, denn das ist aus der ersten Folge vom Löffelkraut-Podcast. Ich habe mal geguckt, da steht im Klappentext sozusagen drin, Löffelkraut ist von Ella und Stefan. Wir nehmen euch mit auf eine Audio-Exkursion durch die Lebensräume Mitteleuropas. Im Fokus jeder Folge steht ein Lebensraum, den wir euch im lockeren Gespräch näher bringen wollen. Hierbei betrachten wir Tiere und Pflanzen sowie klimatische, geologische und biotische Faktoren, immer kompetent, aber niemals langweilig, Smiley. Von Natur pur bis anthropogen geschaffen ist alles dabei, mit kurzweiligen Ausflügen zu unterschiedlichsten Themen und doch immer nah am Lebensraum. Und der Benjamin hatte eine Zeitmarke gesetzt, wo die Geschichte mit diesem Sand und Nürnberg beginnt. Ich habe das dann mal da herauskopiert. Das sind 3 Minuten, aber ich glaube, die geben wir dem jetzt einfach, diesem neuen Projekt Löffelkraut. Und bitteschön, Ton ab. Im Jahr 1210 hat Kaiser Friedrich II. Der Stadt Nürnberg Vergünstigungen zugesprochen wegen ihres kargen Umlands, also diese Sandlebensräume, in denen Nürnberg mittendrin liegt. Es gab wenig fruchtbares Ackerland außenrum und so hat die Stadt dann als Ausgleich vom Kaiser zum Beispiel Handelsprivilegien zugesprochen bekommen. Das war aber ein netter Kaiser. Das war, ja, wirklich, der hat nämlich eigentlich müsste der Nürnberg hoch verehrt werden, wenn das wirklich so stattgefunden hat, weil aus diesen Handelsprivilegien ist ein enormer Aufschwung der Stadt hervorgegangen. Sie wurde zur reichen Handelsstadt, vor allem für Gewürze. Mhm. Und so kamen die Gewürze nach Nürnberg, jetzt hätte ich schon beinahe gesagt, die später in den Lebkuchen verbacken wurden. Aber für Lebkuchen braucht man noch eine zweite wichtige Zutat. Oh, ich weiß es. Ja, sprich? Honig. Richtig, Honig. Und wo kommt der her? Zu dieser Zeit, heute würden wir sagen, wir gehen zum Imker und kaufen uns unseren Honig. Aber früher, da ist man wahrscheinlich eher zum Zeitler gegangen und hat sich seinen Honig gekauft. Sehr gut, genau. Die Zeitler, für alle, die es nicht wissen, das sind war auch ein Beruf. Also der Zeitler ist der gewerbsmäßige Honigsammler gewesen, der dann Honig von wilden oder halbwilden Bienenvölkern aus dem Wald geholt hat. Ich würde sogar sagen, dass das ein bisschen mehr war tatsächlich, weil sie auch wirklich mit Absicht Höhlen angelegt haben, in Höhlen, wo kein Bär und kein anderer Mensch am besten, also ein Mensch, der es nicht weiß, hinkommt. Ne? Ja, wobei das durchaus passieren konnte, dass die mal mit Bären in Konflikt geraten sind und deswegen waren die Zeitler eine der wenigen, wenn nicht sogar die einzige, wahrscheinlich eine der wenigen Berufsgruppen, die mit Armbrust bewaffnet zur Arbeit gehen durften. Ha, witzig. Ja. Aber da noch zu, ja, okay, passt. Okay, lassen wir einfach so stehen. Haben wir die Zeitler jetzt genug behandelt, weil eigentlich geht es ja um den Honig und wo der Honig herkommt. Du hast es schon gesagt, aus dem Wald. Genau. Und zwar in Nürnberg, aus dem Nürnberger Reichswald. Der ist also wichtig, dass es da viel Wald gibt, aus dem dann auch entsprechend viel Honig genommen werden kann. Ich habe eine Frage. Was hat das mit dem Sand zu tun? Gut, dass du das fragst. Denn dieser Reichswald ist nur deswegen so groß, weil er auf so schlechtem Land steht, dass es sich nicht gelohnt hat, den dafür für Ackerland unten drunter zu roden. Die Grenzen des Reichswalds sind einfach über Jahrhunderte hinweg fast identisch geblieben. Und nur so konnten so alte Bäume da wachsen und so lange stehen bleiben, dass man da Höhlen drin anlegen konnte für die Zeitlerei. Nur so gab es so viel Honig und dann in Kombination mit den Gewürzen sind in Nürnberg die ganz berühmten Nürnberger Lebkuchen entstanden. Und so hängen die Nürnberger Lebkuchen ganz eng mit den Sandlebensräumen rund um Nürnberg zusammen. Ja, da bin ich ja echt froh, dass es den Sand da gibt. Aha. Soweit der Ausschnitt, den wir mitgebracht hatten. Also das ist der, jetzt gucke ich nochmal, wie er heißt, Löffelkraut Podcast und das war die Folge 1, Sand, Lebensräume und Biotop-Pflegepanzer. Oh, schon wieder was Militärisches. Ui, Ella und Stefan haben da gesprochen. Das ist auch, wenn man so will, gleichzeitig ein Setzling und wir wünschen dem Projekt ein gutes Gedeihen. So, wild gesprochen. Ich hatte ganz am Anfang schon mal gesagt, dass ich die Tage was gehört hatte, was mich zum Lachen gebracht hatte. Und das würde ich gerne auch mit euch teilen. Und zwar ist das der Holger Klein im Wochendämmerungspodcast in der letzten Episode.
das macht er ja zusammen mit der Kader. Und da werden also Ereignisse der letzten Woche halt zusammengetragen, kommentiert, so wie es den beiden wichtig erscheint. Eine Rubrik da drin ist der sogenannte Börsenticker. Und das funktioniert so, dass die Kader den Wochentag aufruft und Holgi dann eine Überschrift, eine Schlagzeile aus der Börsenwelt sozusagen nennt. Und in der letzten Folge hat er da eine besonders witzige Zeile gefunden und ich habe das unterwegs gehört auf dem Weg zur Arbeit und habe tatsächlich unterwegs Tränen lachen müssen, weil es einfach so schön war. Deswegen würde ich sagen, hören wir uns das jetzt mal an. Kannst du das jetzt abspielen, Sebastian? Das sieht bei dir zum besser aus. Dann versuch das doch mal, du hast die bessere Technik. Donnerstag. Vorschusslorbeeren für die Fett. Freitag. Na, wird's gehen? DAX startete volatil in den Hexensabbat. Oh, ja, der Hexensabbat. Ich nehme ja eigentlich immer nur so Dinger von der Tagesschau, ja, weil die sind an sich blöd genug, diese Woche gar nicht so blöd. Mir wurde aber eine NTV-Überschrift zugespielt, ja, die ich hier unmöglich unerwähnt lassen kann. Okay. Mhm. Von welchem Tag? Heute. Ah ja. Freitag. Entschuldigung, komm gleich. Kein. Möchtest du es mir schicken? Soll ich es vorlesen? Nein. Komm gleich. Gleich geht's los. Kein Muff. Kein Muffensausen in Zupfnausen. Oh Gott. Nochmal. Kein Muffensausen in Zupfnausen. Porsche bleibt bei Renditeziel. Vielen Dank, Tobias. Kommen wir zum Faktencheck. Ich weiß nicht, ich musste jetzt auch schon wieder Tränen lachen. Vielleicht ist es eine ganz billige Form von Humor, aber wenn jemand versucht, was zu sagen und kriegt das dann nicht raus, weil er schon selber so lachen muss, das ist total ansteckend. Ich habe, vielleicht war es vielleicht jetzt auch ein bisschen witzig. Das ist gut zu wissen. Bin ich nicht der Einzige, dem das Spaß gemacht hat. So, Spaß gemacht hat aber der ganze Sendegarten heute und vor allen Dingen auch, weil der Bernd so schön von dem Wirkstoffradio erzählt hat. Am Anfang haben wir ein bisschen uns ausgetauscht über die Ereignisse, die zurzeit auf der Welt so zugehen. Das ist alles nicht so schön. Trotzdem, am Ende wird gelacht. Es irgendwie ist alles gleichzeitig da. Vielleicht ist es richtig, vielleicht nicht. Wir können jetzt alle nicht alle weinend durch die Gegend laufen. Aber wir sollten vielleicht das Böse, was passiert, das Elend, was passiert, auch nicht ausblenden. Ich weiß nicht, wie man damit vernünftig umgeht. Ich hab gar kein Rezept. Wie gesagt, ich bin da auch selber auf der Suche. Aber vielleicht ist es ja auch genau so, wie es ist, nämlich eine wilde Mischung. Und wir haben uns heute hier durch den Sendegarten gemischt. Der ist jetzt zu Ende. Wir gehen in die Nacht. Ich möchte aber ganz herzlich noch allen Beteiligten danken. Fang erstmal an beim Gast. Herzlichen Dank nochmal, Bernd. Danke. Bitte, ich habe mich zu bedanken bei euch für den schönen Abend. Danke. Gerne. Und ich bedanke mich für bei dem Double. Inga eingesprungen für Vera, hat dafür gesorgt, dass wenigstens die richtigen Gene an Bord sind. Das ist super gelaufen. Ganz, ja, ganz lieben Dank dafür. Und du darfst auch gerne öfter kommen, also gar kein Problem. Gerne. Ja? Inga wieder gerne und wie Vera immer sagt, vielen Dank auch dir. Ja, danke. Vielen Dank, dass du daran denkst. Der Kreis des Danks geht weiter an die Claudia. Vielen Dank, dass du dazu gestoßen bist, dass du es heute noch möglich gemacht hast. Das ist immer super. Danke. Ja, ich danke auch für den super netten und interessanten Abend und auch für die
härteren Themen wieder und auch für ganz viel Aufschlauung im Bereich Chemie hätte ich mal Chemie und nicht Bio-LK gemacht. Boah, macht nichts. Es ist ja nie zu spät. Man kann immer ja, man lernt nie genau, aus. Ich komme einfach bei euch in die Lehre. Gerne. So an gerne. Den Katzentisch. Ja, das ist immer gern gesehen, klar. Ist immer schön. Fang einfach vorne Fragen. An, Wirkstoffradio, erste Folge. Und bei der 50. Dann bist du schon ein gutes Stückchen weiter. Ich vermute es auch, ja. Ich werde da gleich mal so eine Binge-Hör-Session einleiten. Genau. Ja, und dann der Dank geht auch an Sebastian, der uns ja gerade erzählt hat, dass die Bits heute über Sonne Energie laufen. Also der Sonnen-Sebastian sozusagen, der Solarmüller. Ich weiß nicht, was für schräge Wortkombinationen mir noch einfallen würden, wenn ich mein Hirn dazu anstiften würde. Ich lasse es mal lieber dabei. Ganz, ganz herzlichen Dank für dein Dabeisein. Ja, immer wieder gerne. Tschüss, schön. Ja, und dann danken wir natürlich auch den Tschüss, ja. Ich bin auch langsam reif für die Kiste hier. Ich danke ganz herzlich natürlich allen, die hier live dazugehört haben, besonders denen im Chat, die haben ja auch das eine oder andere mitdiskutiert. Sascha hat die Rolle vom Lars eingenommen und hat die Links schnell rausgesucht und reingeworfen. Und auch schon da gab es wieder irgendwie die Versuche, noch schneller zu sein als Sascha, was aber nicht funktioniert hat. Also wir haben ganz, ganz eifrige und aufmerksame Hörer. Und Sascha ist ja sowieso Hörer Nummer 1 und er macht das ganz wunderbar. Aber auch allen anderen, die das hier in der Konserve genießen, sei herzlich gedankt für die Aufmerksamkeit. Und ja, dann gehen wir einfach mal weg hier und sagen, kommt gut in die Nacht. Bis dahin, tschüss zusammen. Ja, tschüss. Tschüss. Tschüss.